riesiger digitaler Abenteuerspielplatz in bunter Comic-Grafik. Du beginnst als armer Mensch, der nichts hat, bekommst einen Job und nachdem viele Stunden vergangen sind, wirst du zu einem großen Helden. Ein sehr ausgeklügeltes, sehr ausladendes Online-Rollenspiel. Ich glaube, für mich ist dieses Spiel das beste Spiel, was jemals gemacht wurde. Ich glaube, die soziale Komponente ist es dann tatsächlich, die dann auch den langfristig den Erfolg gebracht hat, weil ich nicht einfach nur zu einem Spiel zurückkehre, was ich alleine spiele, sondern weil ich immer auch zurückkehre zu anderen Menschen, die das Spiel spielen. Es sind neue Formen sozialer Wirklichkeit. Ich treffe da sozusagen Freunde, die weiter weg wohnen. World of Warcraft ist der größte Suchtmacher aller Zeiten, den es im Bereich des Computerspielens gegeben hat. Die Vollendung dieses Prinzips des Online-Rollenspiels. Am 11. Februar 2005 wurde in Deutschland Gaming-Geschichte geschrieben. An diesem Tag veröffentlichte Blizzard Entertainment sein Multiplayer-Online-Rollenspiel World of Warcraft. Und was damals wie eine einfache Veröffentlichung aussah, war im Rückblick so viel mehr. Denn mit World of Warcraft wurde eine ganze Generation neuer Gamer in unsere Welt gekippt. Online-Rollenspiele wurden ein Massenphänomen und beschäftigten seitdem Fans und Kritiker gleichermaßen. Seinen Ursprung hat diese Geschichte in den Vereinigten Staaten. Schon 4 Monate vor dem deutschen Release feierte das Spiel der Gaming-Veteranen von Blizzard Entertainment in den USA Premiere. Der Spielehersteller hatte damals schon einen Namen, war vorher mit Verkaufshits wie Diablo oder StarCraft aufgefallen. Und darüber hinaus mit dem kleinen Vorgänger von World of Warcraft, Warcraft. Also Warcraft ist ein Strategiespiel, das auch vor fast exakt 20 Jahren erschienen ist. Das war ein sogenanntes Echtzeitstrategiespiel. Also das war auch damals ein relativ neues Genre und war halt spannend. Das war wie so eine Art Blitzschach mit Fantasy-Figuren. Und es war ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel und auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Und die Firma hinter Warcraft, Blizzard, die hat natürlich das einzige Clevere gemacht. Die haben gesagt, okay, diese Welt verwenden wir jetzt für World of Warcraft. Was vorher nur alleine gegen den Computer oder mit wenigen Mitspielern auf der Couch gespielt werden konnte, war plötzlich zum weltweiten Spielplatz geworden. In einer eigens erschaffenen Welt namens Azeroth. Jeder gegen jeden. Die Welt als Schlachtfeld. 5 Jahre Entwicklung hatte dieses neue Multiplayer-Online-Rollenspiel gekostet und Blizzard wurde von seinen Fans überrollt. Plötzlich war das unglaublich Faszinierendes, dass man in so einer Spielwelt, die man sehen konnte, mit anderen Menschen interagieren konnte. Plötzlich warst du halt nicht mehr allein in dieser Welt. Allein in den ersten 4 Monaten nach Verkaufsstart registrierten sich rund um die Welt 1 Million Spieler, trotz monatlicher Abokosten. Das Entwicklerteam hatte mit dieser Masse frühestens nach 1 Jahr gerechnet. Aber nun war World of Warcraft da. Und spätestens jetzt war auch klar, es wird nicht so schnell wieder gehen. Christian Stachelhaus ist Mitglied des YouTube-Kollektivs Pete Smith. Er verdient heute sein Geld damit, gemeinsam mit Freunden zu zocken und die Videos davon ins Netz zu stellen. Vor 10 Jahren, als damals 20-Jähriger, war Stachelhaus World of Warcraft-Spieler der ersten Stunde. Das sind mehrere 100 Tage. Reine Spielzeit. Also World of Warcraft hat nicht das Rad neu erfunden. Online-Rollenspiele gab es davor ja auch schon ganz viele, die allerdings nicht so populär waren. Also World of Warcraft ist dann so das erste Spiel gewesen, wo wirklich auch Millionen gespielt haben. Bei anderen waren das ein paar Hunderttausend. Das liegt zum einen, glaube ich, an dem leichten Einstieg. Das Spielprinzip bei World of Warcraft ist in der Tat simpel. Am Anfang wählt sich ein Spieler seinen Avatar aus und entscheidet, ob er auf der Seite der Guten oder der Bösen kämpfen will. Danach kann er die Welt entdecken und seinen Avatar nur durch kleine Aufgaben immer stärker machen. Momentan spiele ich eher den Paladin am meisten. Im Endeffekt so ein bisschen wie bei Google Earth. Zoomt man dann immer weiter rein. Also die Welt Azeroth besteht dann aus eben diesen Kontinenten und wir befinden uns dann hier in Kalimdor.
Und das Ganze ist dann halt Endurotar. Und dann sind wir hier oben. Das ist halt auch so eine Sache der Online-Rollenspiele. Die Vielfalt der Aufgaben, beziehungsweise also der Quests, die man so hat, ist früher oft bemängelt worden als zu stumpf. Immer nur, gehe dahin, hole davon 20 und dann kommst du zurück. Und dann schicke ich dich halt wieder ins nächste Gebiet und da holst du wieder irgendwie so 5, 6, 7 Sachen. Und spielerisch ist das Leveln an sich überhaupt nicht anspruchsvoll. Und für die meisten, beziehungsweise ich sage einfach mal 80-90% der Spieler, ist das Leveln auch mittlerweile einfach nur noch, um schnell das Maximallevel zu erreichen. Und dann fängt das Spiel im Endeffekt erst an. Und viele versuchen möglichst viele Erfolgspunkte zu haben. Da gibt es dann wirklich für alles Erfolgspunkte. Also ob für Quests oder Erkundung oder Spieler gegen Spieler. Also World of Warcraft ist immer noch sehr, sehr clever darin, die Leute zu belohnen. Also egal, was du bei World of Warcraft machst, ob du irgendwie Kräuter pflückst oder ob du Wildschweine häutest oder ob du einen Drachen erlegst. Alles macht irgendwie Sinn, alles bringt dich weiter in dieser Spielwelt. Andauernd wirst du belohnt. In World of Warcraft geht es bei vielen Spielern um Leistung. Sie wollen etwas erreichen und ihre Erfolge durch das Spiel belegen. Man kommuniziert unglaublich viel mit anderen Leuten. Man muss auch viel mit anderen Leuten kommunizieren. Das Spiel belohnte auch sehr, sehr früh, wenn man nicht alleine unterwegs war, sondern in Gruppen, den Spieler, weil man dann eben größere Monster erschlagen konnte. Ich habe da eine Menge Leute kennengelernt durch das Gildensystem, was World of Warcraft hat. Und wir haben uns dann regelmäßig abends dann auch zusammengesetzt. Ja, es ging gar nicht mehr so ums Spiel. Manche haben einfach auch im Spiel nur rumgestanden und man hat sich einfach unterhalten. Es ist diese Mischung aus Game und Community, das World of Warcraft zum Online-Rollenspiel Nummer 1 macht. In den Folgejahren nach dem Release steigen die Nutzerzahlen rasant. Zwischenzeitlich auf weltweit bis zu 12 Millionen User. Es lohnt ein Blick zurück in die Gaming-Vergangenheit, um zu verstehen, warum World of Warcraft so erfolgreich wurde. Also es ist ja ein Spiel, das ein soziales Spiel ist, wo man viel interagiert mit anderen Spielern, wo man sich organisiert, wie vielleicht irgendwie früher am Kartentisch oder sowas. Also noch weiter zurück in die Gaming-Vergangenheit. An den Kartentisch, hin zu Pen-and-Paper-Rollenspielen, der Urquelle des internationalen Nerdtums. Es ist eigentlich ganz simpel. Also man hat einen Erzähler sozusagen und x beliebige Mitspieler. Jeder Mitspieler erschafft sich dann auch einen Charakter. Und der Erzähler gibt dann die Geschichte vor, die sehr dynamisch ist. Ja genau, also links ist halt Andergast. Wenn ihr halt an der Messerstätten vorbeigeht, reicht halt irgendwo Andergast. Rechts rum, genau. Reicht ihr irgendwo Andergast. Oder es könnte halt später natürlich dann, wenn man irgendwann mal diese Wegkreuze kommt, könnte man links lang gehen zu den Finsterkorben und dann kommt man halt abgreifen. Was aber klar ist, ist, dass es diese Pen-and-Paper-Kultur unglaublich einflussreich war in der Nerd-Kultur. Also das ist wirklich ein Ding, das kam in den 70er Jahren, war in den 80ern populär, war in den 90er Jahren populär. Das ist wahnsinnig tief verhaftet und schon lange, bevor Herr der Ringe zum Beispiel im Kino war und so der Mainstream mit Fantasy konfrontiert war, waren diese ganzen Archetypen eigentlich immer präsent in den Pen-and-Paper-Rollenspielen und dadurch in der Nerdkultur einfach sehr, sehr stark verankert. Also jeder weiß durch die Pen-and-Paper-Rollenspiele, dass halt ein Zwerg klein und stämmig ist, dass ein Elf die und die Vorteile hat, dass ein Dieb gut Schlösser knacken kann. Und deswegen sind bis heute Computerspiele, die auf Fantasy-Szenarien aufsetzen, haben eigentlich fast immer noch sehr, sehr oft diese Archetypen. So schaut's aus. Na, mein Name ist Bledam Giergarden und ja, wie gesagt, ich bin Gaukler, bin in Garblet aufgewachsen, allerdings war ich ein Findelkind. Mit der Zeit entwuchsen die Fantasy-Rollenspiele den Schreibtischen und kamen in Form von Diablo oder Warcraft auf die Bildschirme. Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets rund um die Jahrtausendwende spannten sich auch die ersten Rollenspielnetzwerke um die Erdkugel. Eines der erfolgreichsten und zudem das Vorbild für die World of Warcraft-Macher: Ultima Online. Das Spiel war erfolgreich, aus damaliger Perspektive. Zu Hochzeiten spielten 250.000 Menschen weltweit. Eine enorme Masse für die Zeit. Und ironischerweise das Todesurteil für Ultima Online, das alle Vorstellungen der Entwickler übertroffen hatte. Dass natürlich auch eine Online-Welt
komplex ist, das konnte man damals schon erahnen, aber man hat es eigentlich erst richtig gemerkt, als man gesehen hat, dass vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr so funktionieren. Also dass zum Beispiel eine Welt auch eine Wirtschaft braucht, ja? Also wie ja die reale Welt auch. Also wir haben halt irgendwie die EZB und die halt irgendwie die Geldmenge reguliert und genau sowas brauchst du halt in Online-Rollenspiel auch. Also wenn es jeden Gegenstand nur einmal gibt und immer mehr Leute sozusagen mitmachen, dann wird halt jeder Gegenstand irgendwann total wertvoll. Also man hat quasi eine Deflation. Und es führt dann halt dazu, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Haufen Kuhdreck halt plötzlich sehr wertvoll ist. Also musste man sich halt Gedanken machen, wie man dieses Problem löst. Blizzard hatte eine Lösung. Die US-Firma stellte neben ihren Programmierern, Designern und Grafikern auch Volkswirtschaftler ein. Deren Aufgabe? Die Balance der Rohstoffe im Auge behalten und eine Mikroökonomie aufbauen. Ich habe damals sogar Leute gekannt, die World of Warcraft nicht als Rollenspiel gespielt haben. Es gab tatsächlich Leute, die haben es als Wirtschaftssimulation gespielt und haben nichts anderes getan, als den ganzen Tag in diesem Auktionshaus rumzustehen, um billig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Edward Castronova ist Professor an der Indiana University, leidenschaftlicher Gamer und Experte für virtuelle Welten. Dass World of Warcraft, bevölkert von Millionen Spielern, irgendwann zu einer Blaupause der realen Welt wurde, wundert ihn nicht. Nun werden nicht alle Bewohner von Azeroth auf der Flucht vor ihrer Realität sein. Aber wer sind sie denn dann, die Spieler von World of Warcraft? Wer sind die Menschen, die sich für Hexenmeister, Orks und Blutelfen begeistern? Diego Compagna ist Soziologe und hat sich in den vergangenen Jahren mit der Motivation deutscher Gamer beschäftigt. Also gerade zu Online-Multiplayer-Games hat man vor allem vier Typen gefunden. Also das ist eine Typologie, die sich bezieht auf die Spielerinnen und Spieler, auf ihre Motivation, in gewisser Weise solche Spiele zu spielen. Und zwar sind das die Typen, das ist einmal der Socializer, der Issue-Manager, der Casual-Player und der Leader. Und der Socializer ist eben jemand, der gerne Kontakte knüpft und dessen Hauptmotivation, solche Spiele zu spielen, die ist, eben in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und gemeinsam mit anderen auch Ziele zu erreichen. Und das ist auch der Typ, den wir bei World of Warcraft mit Abstand am häufigsten gefunden haben. Niemand wird uns je versklaven! Also ein Befund ist ganz klar, den finden wir bei den meisten Computerspielen. Das ist der, dass man dort die Möglichkeit hat, relativ schnell und relativ einfach Erfolge zu feiern. Und das möchte ich auch gar nicht beschönigen. Das kann man kritisch sehen, insofern als man sagt, naja, das ist ja dann das öffnet sozusagen Tür und Pforte für Menschen, die sich eh schwer tun, in der Wirklichkeit anzukommen. Und sowas wie Realitätsflucht dann dort betreiben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich aber auch denken, dass das die Kritik ist einer Gesellschaft, die eben sehr stark auf Leistungsoptimierung setzt und die sich schwer damit tut, wenn jemand auch einfach sagt, naja, mein Gott, ich möchte einfach mal mich gut fühlen, ohne wahnsinnig hart dafür arbeiten zu müssen. Was World of Warcraft soziologisch gesehen von klassischen Computerspielen unterscheidet: Sie schaffen einen virtuellen Raum, der unserer realen Welt sehr nahe kommt. Mit Tages- und Nachtzeit, mit Kontinenten, anderen Spielern. Anders als zum Beispiel bei Konsolenspielen pausiert die World of Warcraft auch nicht. Sie verändert sich durch die Millionen Spieler jeden Tag aufs Neue. Welche Bedeutung hat in solch einer realistischen Umgebung der Avatar, mit dem man sie erkundet? Wir haben sowohl beispielsweise den Befund, dass die Avatare, oder zumindest Befunde, die darauf hindeuten, dass Avatare so etwas wie Wunschvorstellungen der Spielerinnen und Spieler jeweils darstellen. Also ich mache mir immer Avatare, die genauso sind wie ich. Schön, charismatisch, intelligent und ein bisschen stark. Wir haben aber auch durchaus Fälle gehabt, wo man gemerkt hat, es geht durchaus auch darum, herum zu experimentieren. Beispielsweise mit dem Geschlecht. Oder auch mit dem Aussehen. Ich bin eher ein schmächtiger Typ und dann werde ich aber mir einen Avatar suchen, der sehr kräftig ist und der vor allem so auf Nahkampf dann ausgerichtet ist. Also experimentieren eben gerade mit dem, was ich nicht bin. Den Wechsel des Geschlechts findet man in World of Warcraft nicht selten. Rund 23% aller männlichen Spieler betreten Azeroth & Co. laut einer amerikanischen Studie als weiblicher Avatar.
Gender Swapping nennt sich das Phänomen. Das passiert da relativ häufig und ich finde das auch gut, weil ich es gut und wichtig finde, Rollen ausprobieren zu können in so einer virtuellen Welt. Warum nicht? Ich glaube, dass uns das tatsächlich auch also den Individuen was bringt, den Spielern was bringt, aber auch der Gesellschaft, weil man dann vielleicht auch sich empathischer in andere Rollen wiederum hineindenken kann. Bei manchen geht die Empathie in das so weit, dass das Trennen von einem Avatar beinahe so schlimm erscheint wie die Trennung von einem Lebenspartner. Szenen aus der früheren Fernsehsendung Wow, einem Nerd-Magazin über World of Warcraft, produziert für den Gaming-Sender Giga. So, und wir löschen den Charakter vom Flo. Das ist der kleine Verrecker. Tjo. Der Nascher. Löschen. Ich krieg der... Nämlich. Komm, ich guck, ich mach das spannend, der macht das spannend und... Da ist er weg. Und das war's. Wir sind raus. Florian Kamolz und Philipp Senkbeil waren die deutschen Chef-Nerds der damaligen Zeit, moderierten von 2007 bis 2009 einmal in der Woche eine Stunde Wow. War der Trennungsschmerz echt oder war er gespielt? Hatten die beiden tatsächlich so etwas wie eine persönliche Bindung zu ihrem Avatar? So eine richtige persönliche Bindung habe ich zu meinem Charakter nicht, nein. Ich definitiv. Ganz klipp und klar, ja, muss ich mit Ja beantworten. Es ist wie ein... Ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr als ein Seriencharakter, den ich lieb gewonnen habe. Ich vergleiche das mal sehr, sehr gerne mit dem Fernsehen. Wenn ich eine Serie schaue, wenn dort einer der meiner Lieblingscharaktere stirbt, ärgert mich das sehr. Aber es ist für mich, wenn ich den Charakter angucke und sehe, was er trägt und was für Reittiere er hat, sehe ich, was ich erlebt habe. Es ist irgendwo ein Spiegelbild der letzten 10 Jahre tatsächlich, dieser Charakter. Ich erinnere mich, wenn ich diesen Charakter angucke, an Ereignisse aus dem Spiel. Ach, guck mal, das Schwert hast du da und da gefunden. Schau mal, dieses Reitpferd hast du damals geschenkt bekommen von den Leuten, die das Trading Card Game gemacht haben. Genauso wie wenn ich ihn angucke und mich erinnere, Mensch, wir haben doch damals bei Giga Island so eine tolle Sendung gehabt. Also irgendwo habe ich schon eine persönliche Bezug. Ja gut, unter dem... Aber trotzdem ist er austauschbar. Ja, richtig, aber gut, dann löschen würde ich ihn dann auch noch. Nein, einfach löschen, das passte noch nie zu World of Warcraft. Auch weil viele Spieler schon früh anfingen, Verpflichtungen im Spiel einzugehen. Blizzard implementierte ein Gildensystem in der Welt. Spieler konnten sich zu Verbindungen zusammenschließen, Kampfbünde wurden gegründet, Abenteuer gemeinsam bestanden. Das Internet hat sich dann immer mehr Richtung sozialen Punkt entwickelt. Also man hat wirklich Leute kennengelernt, das fing dann natürlich erstmal so an im Chat. Man hat sich dann einer Gilde angeschlossen, also die bestanden dann teilweise schon aus 150 Leuten. Und irgendwie anders, als wenn man jetzt in eine Menschenmenge geworfen wird, teilt man ja alleine jetzt schon eine Gemeinsamkeit. Man spielt zusammen dieses Spiel. Game-Soziologe Campagna kennt solche Aussagen. In den vergangenen Jahren hat der Wissenschaftler mit einem Team am Game Research Center in Duisburg Fallstudien mit World of Warcraft-Spielern durchgeführt. Sein Ergebnis? Für viele war gar nicht der Akt des Spielens entscheidend. Ein sehr spannender Befund, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten und den ich sonst auch nirgendwo anders gefunden habe, ist, dass uns einige durchaus auch gesagt haben, das ist für mich die Möglichkeit, mit meinen alten Kumpeln und Freundinnen und Freunden mich immer wieder mal zu treffen und gemeinsam etwas zu erleben. Freunde, Freundinnen, die man aus dem Studium kennt und die man dann, da ist jeder dann sonst wohin gezogen. Und World of Warcraft, also dieser virtuelle Raum, ermöglicht es mir aber gemeinsam mit meinen alten Freunden weiterhin etwas zu erleben. So wie wir früher um die Häuser gezogen sind, treffen wir uns jetzt in World of Warcraft. Es ist jetzt nicht unbedingt die reale Welt, aber es ist schon schön. Ich verbringe auch einige Zeit da drin. Aber die Hauptsache ist für mich, ich treffe da sozusagen Freunde, die weiter weg wohnen. Ich gehe mit den Freunden in Raids, chatte mit denen, bin im Teamspeak mit denen und kann sozusagen auch übers Internet, über diese virtuelle Welt dann sozusagen mit denen ein bisschen Spaß haben. Während der Studien am Game Research Center haben Campagna und seine Kollegen durchschnittliche World of Warcraft-Spieler nach ihrer Motivation für das Spiel befragt. Zitat aus einem der Auswertungsbögen. Was zählt, ist, dass man wie bei einem Sportverein was Gemeinsames macht. Gewisse Ziele erreicht und am wichtigsten den Spaß nicht verliert. Und so ist eine Gilde vielleicht viel weniger Kampfbündnis als doch eher Verein. Das ist eben auch so ein Feature aus diesen Spielen, die dafür sorgen, dass man noch eine gewisse Spielbindung, wenn man es mal so ausdrücken möchte, erfährt oder aufbaut. Wenn man sich vorstellt, man ist so ein wichtiges Bestandteil aus einer Gilde, aus einer virtuellen Sozialgemeinschaft, die einem auch irgendwo wichtig ist, und man selbst bringt mit seinem Spielcharakter bestimmte Fähigkeiten und
ja, bestimmte Erfahrungswerte mit, die wichtig sind, dass die Gilde erfolgreich ist, dann sorgt das natürlich schon bei uns dafür, bei jedem Einzelmenschen eigentlich, dafür, dass man sagt, hoppla, ich habe ja gegenüber meiner Gruppe, meiner Gilde eine Verpflichtung. Definitiv. Es gibt auch mit Sicherheit in sogenannten Progress-Gilden, also in Vereinigungen, die darauf Wert legen, als Erste etwas zu schaffen, gibt es den Druck. Ganz klar, da heißt es, wir raiden jeden Tag bis auf Sonntag von 19 bis 23 Uhr. Da musst du auch da sein, da musst du dich vorbereiten. Wenn du dieses Shield schaffen möchtest, musst du da sein. Klar, sonst heißt es ja gut, tut mir leid, du bist nicht der Richtige für uns, geh. Aber das ist im Fußball nicht anders. Ich habe Bezirksliga mal gespielt, auch da musste ich dreimal die Woche, muss ich zum Training kommen. Wenn ich den Trainer angerufen habe und gesagt habe, du, ich kann dienstags heute mal nicht, weil ich will ins Kino, hieß es, ja gut, dann spielst du halt am Sonntag nicht. So ist es bei denen. Also wenn du beim Raid Progress, wenn du zwei, dreimal nicht da bist, dann darfst du halt auch nicht mehr mit und kriegst nicht mehr die besten Items als Erster. Wenn das für dich kein Problem ist und du kein Problem damit hast, Zweiter zu sein und den Content langsamer zu erleben, dann hast du auch keinen Druck. Dann ist das eine Gilde, wo sich alle absprechen, hey, wir machen zweimal die Woche, lass mal sagen, mittwochs und samstags passt das für alle, dann spricht man sich halt ab. Es ist klar, es ist anspruchsvoll, man muss halt viel, gerade wenn jetzt neuer Content ist, man will progressen, die Leute bei Stange zu halten, auch zu motivieren und auch ja, natürlich die davon abzuhalten, wegzugehen. Das ist natürlich eine wichtige Sache, aber das macht vor allem viel Spaß. Das ist etwas, was immer wieder auffällt. Also man hat bei World of Warcraft so diese unglaublich fantastische, bunte Herr-der-Ringe-Welt, ja, mit den ganzen fantastischen Geschichten. Und dann gibt es aber halt diesen Gap, dass so eine Gilde bürokratisch organisiert werden muss, dass man sich halt an Termine halten muss, wenn man halt in die Höhle reingeht, um halt den großen Drachen irgendwie zu erschlagen. Ja? Und dann wird es plötzlich bürokratisch. Da reibt sich das sozusagen so aneinander. So dieses, auf der einen Seite so diese Idee einer großartigen Welt und auf der anderen Seite halt der Alltag, der einen halt dann doch immer wieder einholt. So gesehen war der Spieler Leroy Jenkins, der seinen großen Auftritt in der Welt von World of Warcraft im Mai 2005 hatte, eine Art Vorkämpfer für das Fantastische und Surreale. Ein Träumer und Überzeugungstäter. Ich glaube, es war so, dass die ein Riesenmonster töten wollten, was unglaublich viel Vorbereitung verlangt. Und da muss wirklich jeder sich sklavisch an seine Aufgabe halten und wirklich ganz genau das tun, was er tun soll in dieser Situation. Usually do. Alright, thumbs up. Ready, guys. Let's do this. Leroy! Yeah. Oh my god, he just ran in. Save him! Oh jeez, stick to the queen! Oh jeez, let's go. Stick to the pledge, stick to the queen! Ja, und genau das hat Leroy Jenkins nicht gemacht, denn Leroy Jenkins ist mit einem großen Schrei, Leroy Jenkins, also hat seinen Namen gerufen, auf dieses Monster losgegangen und wenig überraschend war er wenige Zeit später tot und somit ihm die ganze Gruppe. Oh god. Oh, for... Great job, Leroy. Leroy, you were just stupid as hell. Over. At least I have chicken. Dieses Video wurde halt wahnsinnig bekannt, weil es eben genau dafür steht, dieses Ausbrechen aus dieser Mechanik und aus den Regeln und aus dieser Bürokratie und aus diesem, hey, irgendwie, wir brauchen irgendwie das Schwert, das noch 0,5% mehr hat und in dem und der Situation das machen kann. Und Leroy Jenkins stand sozusagen für diesen Gegenentwurf. Ja, so deswegen hat sich Leroy Jenkins, glaube ich, bis heute einen festen Platz in den Herzen aller World of Warcraft-Spieler erobert, zu Recht. This is Leroy Jenkins. Und nicht nur da. Leroy Jenkins wurde mit der Zeit zum Internetphänomen. Spielehersteller Blizzard lud seinen Homegrown-Star 2007 auf die eigene Gaming-Messe BlizzCon. Eine offizielle Spielkarte wurde von ihm angefertigt. Und seit November 2014 hat er sein eigenes Pixel-Denkmal in Form eines sogenannten Non-Player-Characters in der Welt von World of Warcraft. Selbst Filmemacher arbeiteten sich irgendwann an seinem Mythos ab. Regisseur Finn O'Hara übertrug das Meme in einem Kurzfilm in die reale Welt. Aus einem Kampf gegen Monster wurde ein Banküberfall. Let's do this. Leroy Jenkins! God damn it, Leroy! Geschichten wie die von Leroy Jenkins gibt es zuhauf in der Welt von World of Warcraft. Von Anbeginn entwickelte sich eine Subkultur rund um das Spiel.
Nicht verwunderlich bei einer Szene, die zeitweilig aus 12 Millionen Menschen bestand. Im Verlauf der Jahre entwickelte sich eine ganze Industrie um das Spiel. Die Fans der World of Warcraft trafen sich auf Conventions wie der Gamescom in Köln, debattierten in Online-Foren über neue Erweiterungen. Ein Jahr nach dem amerikanischen World of Warcraft Release veranstaltete der US-Hersteller Blizzard höchst selbst erstmals eine Messe für seine Fans, die BlizzCon. Die Events befreiten die Spiele aus den Computern. Gleichgesinnte trafen sich rund um die Welt, um über Gran Turismo, Star Wars Galaxies oder eben World of Warcraft zu sprechen. Und während die Hersteller mit ihren Ständen und Merchandise-Verkaufsstellen versuchten, die Spielewelt aus dem Computer in die reale Welt und damit noch weiter in ihre Umsatzzone zu ziehen, befreiten einige Spieler auch ihre Charaktere sprichwörtlich aus Azeroth und trugen sie in die Realität hinaus. Eine dieser Spielerinnen wohnt ganz in der Nähe von Düsseldorf. Also das ist mein Charakter Naomi. Das ist mein Main Character im Moment, eine Priesterin. Die ist halt mein Main Character, weil ich mich dazu entschieden habe, halt Healer zu spielen und die anderen lieber zu supporten. Das heißt, mit diesem Charakter kann ich dann sozusagen andere Leute healen, ihnen auch ein Schild geben, einen Healbrunnen hinstellen und sozusagen das Leben retten dann. Also sie unterstützen. 2012 hat Katrin Koch ihren Freund auf einer Convention kennengelernt und über ihn auch World of Warcraft. Eine Stunde am Tag ist die Auszubildende in der virtuellen Welt unterwegs, um andere zu supporten und Avatare aus ihrer Gilde zu heilen. Das monatliche Abo hat ihr Freund geschenkt, damit sie sich auch online treffen können. Den weit größeren Teil ihrer Freizeit verbringt sie allerdings mit Styrodur, Acrylfarben und ihrer Heißklebepistole. Und da ich gerne nähe, bastel und generell werke, habe ich mir dann überlegt, ich mag Animes, ich mag Mangas. Dann bin ich aufs Cosplay gekommen und habe dann so gesagt, hey, das kann man verbinden, Online-Spiele und Cosplays. Und habe dann halt angefangen, die Charaktere, die Rüstung nachzubauen und halt die angefangen zu cosplayen. World of Warcraft zum Anfassen. Der Begriff Cosplay setzt sich zusammen aus den beiden englischen Begriffen Costume und Play. Das Ziel ist simpel. Einen Charakter aus einem Manga, Anime, Film oder Computerspiel durch Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu darstellen. Das ist auch Katrin Kochs Anspruch. Perfektion. Es ist ja Sinn und Zweck, dass man dann wirklich, wenn man die Person anguckt, die das Cosplay trägt, wirklich versucht, es so perfekt rüberzubringen, dass man dann wirklich den Charakter sieht. Also, dass man nicht sagt, hey, du bist doch, hey, Katrin Koch. Sondern eher so, hey, du bist doch, weiß Gott, der Charakter XY. Also, dass man wirklich dann die Person ansieht und dann sagt, du bist der Charakter, also als dargestellte Person. Stundenlanges Bauen, Ausbessern, Materialfragen, der Blick fürs Detail. Katrin Koch investiert Wochen in ein Kostüm, bis es ihren Ansprüchen genügt. Und Geld. Mehrere hundert Euro pro Kostüm für den einen Moment. Ihren Auftritt als Chocolate Cosplay. Ein bisschen seltsam ist es am Anfang, aber es macht halt richtig viel Spaß. Man geht auf Conventions, wo man auch andere trifft. Gerade ist die Gamescom für mich zum Beispiel das Highlight, weil da werden halt hauptsächlich Spiele vorgestellt und Spiele auch gecosplayt. Es ist schon ein bisschen dieses Rühmliche, also dass ich sagen kann, hey, ich hab's gut gemacht, ich habe das Kostüm richtig rübergebracht, ich habe wieder vielleicht ein neues Ziel erreicht, ein bisschen an mir gearbeitet. Ruhm, der Wille zu gefallen, übermäßiger Erfolgsdrang. Keine seltenen Begrifflichkeiten, wenn man mit Psychologen über World of Warcraft spricht. Spätestens seit der Hype-Phase des Spiels, 2 Jahre nach Veröffentlichung, wurde in Deutschland auch über das Suchtmittel World of Warcraft gesprochen. Das ist immer so eine schwierige Frage, jemanden zu fragen, ob der selber süchtig war. Wann geht aus Zwang die Sucht hervor? Kai Müller ist Psychologe in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Mainz. Er behandelt Menschen, die unter Computerspielsucht leiden. Überwiegend Männer zwischen 16 und 30 Jahren. Hilfesuchende aus der Mittelschicht, Tendenz steigend. Wo liegt der Unterschied zwischen intensivem Spiel und Sucht? Das ist tatsächlich schwierig, manchmal eine Trennlinie zu ziehen, aber ein großer Unterschied ist auf jeden Fall, betrifft die Zeitspanne. Ja, so eine momentane Begeisterung für ein Spiel, glaube ich, das hat jeder auch in Bezug auf andere Tätigkeiten, die man ausführen kann. Ja, man kann ja auch eine Begeisterung für Gartenarbeit entfalten, ohne dass man eine Gartenarbeitssucht oder was auch immer entwickelt. Ja, also das ist sicherlich nicht das Problem. Ich glaube, es ist wichtig, sich die Frage zu stellen,
stellt das Spiel in dem Fall einen zusätzlichen Bestandteil im Leben, einen Bestandteil unter vielen dar, oder fange ich an, mein Leben um das Spielen aufzubauen? Also zentriere ich das Spiel wirklich als Lebensinhalt. Alle Sachen, die sonst noch im Leben eine Rolle spielen sollten, sind halt irgendwelche Beigaben, auf die ich aber auch verzichten könnte. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz Unterschied zwischen so einem begeisterten, hobbymäßigen, intrinsisch motivierten Spielen und einer Computerspielsucht. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist eben tatsächlich auch derjenige, der Computerspiele passioniert, mit Lust spielt und kontrolliert spielt, der erlebt eben auch Freude, Begeisterung, Flow, wie Sie es gesagt haben, während er spielt. Beim Computerspielsüchtigen ist es in der Regel so, dass solche Emotionen zwar auch mal bestanden haben, dass die aber im Verlauf der Sucht auch verschüttet gegangen sind und das Spiel jetzt sozusagen eine Art Selbstzweck hat, ja, oder als Zwang oder Drang empfunden wird und gar nicht mehr als etwas Lustvolles. Im Jahr 2 nach dem Release war World of Warcraft im Zentrum des medialen Interesses. Computerspielsucht, das versprach Quote. Auftritt Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Wenn man die Geschichte des Game-Diskurses in Deutschland erzählen, muss man auch seine Geschichte erzählen. Wir brauchen, wenn wir wissen wollen, wo wir landen werden, nur nach Südkorea schauen. Dort haben wir 96 Kliniken mit Spezialabteilungen für Computerspielsüchtige. Dort geht ein Riesenanteil des Volksvermögens dafür drauf, dass sie über 1000 hauptamtliche Suchtberater inzwischen beschäftigen, dass sie überall sich jetzt mit diesen Süchtigen auseinandersetzen müssen. Wir sind im Einstieg dabei, weil wir auch wir den E-Sport, elektronischen Sport, als Sportart zulassen, obwohl es mit Sport nichts zu tun hat. Man sitzt und bewegt die Finger und sonst nichts. Pfeiffer hat sich früh auf das Feld der Computerspielkritik gesetzt und wurde so zum Inventar der einschlägigen Talks zum Thema. Sein Leitsatz damals? World of Warcraft ist das Crack-Kokain der Computerspiele. World of Warcraft ist der größte Suchtmacher aller Zeiten, den es im Bereich des Computerspielens gegeben hat. Natürlich sind wir begeistert, einzusteigen in ein faszinierendes Spiel als Kinder und sind kaum davon zu trennen. Und die Eltern müssen schon sehr laut werden, dass man endlich mal aufhört und zum Essen geht. Und der Kopf ist immer noch gebannt von dem, was man gerade erfahren hat. Aber das kann nicht mithalten von der Intensität her mit dem, was mit primär Jungen geschieht, wenn sie in solche Spiele wie World of Warcraft eintauchen, in Fantasiewelten, wie man sie sich normalerweise kaum ausmalen kann, die einen total gefangen nehmen und wo durch eine sehr raffinierte Struktur des Spiels dann auch regelrecht Abhängigkeit erzeugt wird. Man kann das sehr kritisch sehen, man muss das auch sehr kritisch sehen, wenn Leute zu viel World of Warcraft spielen, aber es ist was völlig anderes, als sich irgendwie regelmäßig Koks durch die Nase zu ziehen. Und das fand ich, das wurde tatsächlich den Leuten auch nicht gerecht, die dieses Spiel gespielt haben. Doch es war zu spät. Die Debatte rund um World of Warcraft war vergiftet, auch wenn Pfeiffer sich später mäßigte, nur noch den Vergleich zur Glücksspielsucht zog. Unstrittig ist bis heute, die Kritik am Suchtpotenzial des Spiels hat ihre Berechtigung. Ein wichtiges Kriterium für Sucht ist der Kontrollverlust. Also inwieweit ist es einem Menschen noch möglich, seinen Konsum oder die Verhaltensausführung noch willentlich zu steuern, sich auch zu sagen, okay, es gibt jetzt andere Dinge, die relevanter sind, die vielleicht jetzt auch mich mehr interessieren. Also setze ich den Konsum aus, beziehungsweise inwieweit ist so eine freie Entscheidungsmöglichkeit nicht mehr gegeben. Und Kontrollverlust ist eben ja so ein ganz markantes Merkmal von Suchtgeschehen jedweder Art. Entscheidend ist, dass jeder fünfte Junge, der das Spiel spielt, in Gefahr gerät, in die Sucht reinzurutschen. 20% also. Das klingt alarmierend und medial gut verwertbar. Kai Müller kommt an der Ambulanz für Spielsucht auf andere Ergebnisse. Er testet regelmäßig Computerspieler. Ein Reaktionstest mit den Patienten bringt meist schnell Klarheit, ob man sich Sorgen machen muss. Ganz knapp erklärt, das Prozedere ist, der misst über die Reaktionszeiten hinsichtlich verschiedener Kategorien die Stärke der damit automatisch und auch vorbewusst verbundenen Assoziationen. Exzessive Spielzeiten von bis zu 12 Stunden am Tag. Der innere Zwang, spielen zu müssen. Anzeichen einer Dynamik, die nichts mehr mit einem Hobby zu tun hat, sondern auf eine Suchtstörung hindeutet. Dass die Spieler das oft selbst erkennen, zeigt ein Blick in die Antwortbögen Suchtkranker der Uni Mainz. Es ist so, dass um gut zu werden im Spiel, man viel Zeit investieren muss. Und dass die Raids eben abends stattgefunden haben und sich entsprechend die Gilde abends getroffen und was miteinander gemacht hat. Und da habe ich eben mitgemacht. Und das belief sich dann im Endeffekt auf etwa 10 Stunden pro Tag. Ich bin nicht mehr gerne rausgegangen. Ich habe mich nicht mehr mit anderen Leuten verabredet. Und selbst einfache Dinge wie Telefonate und so weiter sind mir irgendwann sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe mich komplett zu Hause eingeigelt und komplett von der Welt zurückgezogen.
Etwa 1% der deutschen Bevölkerung erfüllt die klinischen Kriterien für eine Computerspielsucht, sagt Kai Müller. Bei ihm in Mainz melden sich pro Jahr zwischen 150 und 200 Personen mit dem Verdacht, süchtig zu sein. Zwei Drittel von ihnen sind es wirklich. Kein zu vernachlässigender Kreis. Gleichzeitig aber auch keine digitale Horrorvision, die die Angst vor einer verlorenen Generation rechtfertigt. Aber warum dann die aufgeregte Diskussion, selbst unter Experten? Ich glaube, das Problematische, was dort gesehen wird, ist eben dieser Realitätsfluchtgedanke. Der wiederum hängt aber damit zusammen, dass virtuelle Welten, virtuelle Handlungsräume als unechte Räume wahrgenommen werden. Und das hängt eben, glaube ich, damit zusammen, dass wir unsere Definition, unsere Kategorien, unser Verständnis von sozialer Wirklichkeit noch nicht angepasst haben an das, was im Grunde jetzt schon möglich ist und was in Zukunft sogar noch weiter zunehmen wird, dass es eben auch virtuelle soziale Handlungsräume gibt, die den realweltlichen in nichts nachstehen oder zumindest in nichts nachstehen müssen. Florian Kamolz und Philipp Senkbeil, die Chefnerds von GIGA, haben die Ups und Downs, die harschen Diskussionen und die Jubelarien um World of Warcraft hautnah mitbekommen. Sie haben mitbekommen, wie immer mehr Spieler in die Welt von World of Warcraft eintauchten, wie das Spiel sich von Jahr zu Jahr professionalisierte, Wettkämpfe in E-Sport-Ligen ausgetragen wurden. Sie bekamen mit, wie plötzlich auch Betrüger Einzug in die virtuelle Welt hielten und sogenannte Gold-Farmer, zumeist aus Asien, ihre in unterbezahlter Akkordarbeit erwirtschafteten Waren auf eBay für ganz reales Festgeld verkauften. Tatsächlich bewegte sich also immer was in diesem Universum World of Warcraft. Regelmäßig erschienen neue Erweiterungen für das Spiel, Quests wurden neu aufgesetzt. Florian und Philipp füllten ihre wöchentliche Wow-Stunde und sie lebten das Spiel sprichwörtlich. Ich kann ja nur für mich sprechen, ich habe jeden Abend geradet, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin und bin dann am Morgen auf die Arbeit gekommen und habe eine WoW-Sendung vorbereitet, was auch nicht viel anders aussah. Bis vom einen auf den anderen Tag alles vorbei war. GIGA wurde geschlossen, weil der Spartensender nie den Sprung in die schwarzen Zahlen schaffte. So schmerzlich der Abgang von GIGA für die deutschen Gamer war, auf den World of Warcraft-Kontinenten, in Azeroth, Draenor und der Scherbenwelt ging das Leben weiter. Im November 2014 ist die neueste Erweiterung, Warlords of Draenor, erschienen und hat rund 2,6 Millionen Spieler wieder an World of Warcraft herangezogen. Allen Unkenrufen zum Trotz hat das Spiel nun eine Dekade überlebt. Aber wie lange kann das weitergehen? Muss nicht auch in der World of Warcraft irgendwann Schluss sein? Jetzt, wo ganz andere soziale Netzwerke auf dem Markt sind, die Millionen von Menschen miteinander verbinden. Hat sich das Spielprinzip nicht überlebt? Wer vor 10 Jahren World of Warcraft gespielt hat und es mochte, der wird es auch heute noch mögen. Ja. Das Spiel ist aber immer noch sehr gut. Also man könnte irgendwie sagen, es ist stehen geblieben. Aber man könnte genauso gut sagen, mit einiger Berechtigung, es hat sein Prinzip, was es groß gemacht hat, über die Zeit gerettet. Und das ist etwas, was nur sehr wenig Spiele schaffen. Schiffer gibt zusammen mit dem Münchner Grafiker Markus Weißenhorn seit Juni 2012 die WASD heraus. Ein Booker-Scene für Gameskultur. Auch weil für die beiden Computerspiele in den letzten paar Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Sie sind wichtiger Teil unserer kulturellen Identität. Aber jedes einzelne dieser Spiele ist auch endlich, kommt irgendwann aus der Mode, wird durch ein anderes, zeitgemäßeres Spiel ersetzt. Die Frage ist, was passiert dann mit diesem Spiel, das so sehr Teil von so vielen Identitäten geworden ist? In dem Menschen als Avatare in einer virtuellen Welt gelebt haben. Wie lässt man als Unternehmen eine solche Welt untergehen? Das ist immer wieder passiert. Also es gab das Spiel Matrix Online zum Beispiel, das wurde eingestellt. Oder ein recht bekannter Fall, Star Wars Galaxies. Das war ein Online-Rollenspiel im Star Wars-Universum. Der Betreiber war Sony, die haben dann ein halbes Jahr vorher angekündigt, dass das Spiel eingestellt wird. Und interessant war dann zu beobachten, was die Spieler gemacht haben und wie sie damit umgegangen sind. Die Spieler machen dann natürlich Screenshots, um sich zu erinnern. Irgendwann wurde dann dieses Spiel abgeschaltet. Die Leute haben sich nochmal getroffen zu einer letzten Party. Und dann irgendwann war es so, dass man den Charakter nicht mehr bewegen konnte und das Spiel einfach aus war. Und man wurde dann irgendwann zurückgeworfen auf den Desktop. Aber das ist ganz interessant, dass man vielleicht einen kleinen Hauch davon mitbekommt, wie es wäre, wenn die Welt tatsächlich untergehen würde, wenn man sich den Weltuntergang von so einer Online-Welt anschaut. Irgendwann wird diese Zeit wohl auch für World of Warcraft anstehen.
Den Bewohnern von Azeroth und Co. wird dann nur noch die Erinnerung bleiben. Die Erinnerung an eine Welt, die sie erobert haben. Und in der sie zum Held wurden. Die wundervollste Erfahrung, die ich in World of Warcraft je gemacht habe, war mein erster Flug mit einem Greif, als ich von einer zur anderen Seite von Azeroth geflogen bin. Üblicherweise wird so eine Reise in solchen Spielen mit Teleportern gemacht. Du drückst auf einen Knopf und kommst woanders wieder raus. Aber hier bin ich wirklich geflogen. Ich habe die Welt unter mir vorbeiziehen sehen, andere Spieler und diese fantastische Landschaft. So etwas ist mir in der realen Welt nie vorher passiert. Ein wirklich wunderbarer Moment. Also es ist ein riesiger digitaler Abenteuerspielplatz in bunter Comic-Grafik. Du beginnst als armer Mensch, der nichts hat, bekommst einen Job und nachdem viele Stunden vergangen sind, wirst du zu einem großen Helden. Ein sehr ausgeklügeltes, sehr ausladendes Online-Rollenspiel. Ich glaube, für mich ist dieses Spiel das beste Spiel, was jemals gemacht wurde. Ich glaube, die soziale Komponente ist es dann tatsächlich, die dann auch den langfristig den Erfolg gebracht hat, weil ich nicht einfach nur zu einem Spiel zurückkehre, was ich alleine spiele, sondern weil ich immer auch zurückkehre zu anderen Menschen, die das Spiel spielen. Es sind neue Formen sozialer Wirklichkeit. Ich treffe da sozusagen Freunde, die weiter weg wohnen. World of Warcraft ist der größte Suchtmacher aller Zeiten, den es im Bereich des Computerspielens gegeben hat. Die Vollendung dieses Prinzips des Online-Rollenspiels. Am 11. Februar 2005 wurde in Deutschland Gaming-Geschichte geschrieben. An diesem Tag veröffentlichte Blizzard Entertainment sein Multiplayer-Online-Rollenspiel World of Warcraft. Und was damals wie eine einfache Veröffentlichung aussah, war im Rückblick so viel mehr. Denn mit World of Warcraft wurde eine ganze Generation neuer Gamer in unsere Welt gekippt. Online-Rollenspiele wurden ein Massenphänomen und beschäftigten seitdem Fans und Kritiker gleichermaßen. Seinen Ursprung hat diese Geschichte in den Vereinigten Staaten. Schon 4 Monate vor dem deutschen Release feierte das Spiel der Gaming-Veteranen von Blizzard Entertainment in den USA Premiere. Der Spielehersteller hatte damals schon einen Namen, war vorher mit Verkaufshits wie Diablo oder StarCraft aufgefallen. Und darüber hinaus mit dem kleinen Vorgänger von World of Warcraft, Warcraft. Also Warcraft ist ein Strategiespiel, das auch vor fast exakt 20 Jahren erschienen ist. Das war ein sogenanntes Echtzeitstrategiespiel. Also das war auch damals ein relativ neues Genre und war halt spannend. Das war wie so eine Art Blitzschach mit Fantasy-Figuren. Und es war ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel und auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Und die Firma hinter Warcraft, Blizzard, die hat natürlich das einzige Clevere gemacht. Die haben gesagt, okay, diese Welt verwenden wir jetzt für World of Warcraft. Was vorher nur alleine gegen den Computer oder mit wenigen Mitspielern auf der Couch gespielt werden konnte, war plötzlich zum weltweiten Spielplatz geworden. In einer eigens erschaffenen Welt namens Azeroth. Jeder gegen jeden. Die Welt als Schlachtfeld. 5 Jahre Entwicklung hatte dieses neue Multiplayer-Online-Rollenspiel gekostet und Blizzard wurde von seinen Fans überrollt. Und plötzlich war das was unglaublich Faszinierendes, dass man in so einer Spielwelt, die man sehen konnte, mit anderen Menschen interagieren konnte. Plötzlich warst du halt nicht mehr allein in dieser Welt. Allein in den ersten 4 Monaten nach Verkaufsstart registrierten sich rund um die Welt 1 Million Spieler, trotz monatlicher Abokosten. Das Entwicklerteam hatte mit dieser Masse frühestens nach 1 Jahr gerechnet. Aber nun war World of Warcraft da. Und spätestens jetzt war auch klar, es wird nicht so schnell wieder gehen. Christian Stachelhaus ist Mitglied des YouTube-Kollektivs Pete Smith. Er verdient heute sein Geld damit, gemeinsam mit Freunden zu zocken und die Videos davon ins Netz zu stellen. Vor 10 Jahren, als damals 20-Jähriger, war Stachelhaus World of Warcraft-Spieler der ersten Stunde. Muss ich das sagen? Das sind mehrere hundert Tage. Reine Spielzeit. Also World of Warcraft hat nicht das Rad neu erfunden. Online-Rollenspiele gab es davor ja auch schon ganz viele.
die allerdings nicht so populär waren. Also World of Warcraft ist dann so das erste Spiel gewesen, wo wirklich auch Millionen gespielt haben. Bei anderen waren das ein paar hunderttausend. Das liegt zum einen, glaube ich, an dem leichten Einstieg. Das Spielprinzip bei World of Warcraft ist in der Tat simpel. Am Anfang wählt sich ein Spieler seinen Avatar aus und entscheidet, ob er auf der Seite der Guten oder der Bösen kämpfen will. Danach kann er die Welt entdecken und seinen Avatar nur durch kleine Aufgaben immer stärker machen. Momentan spiele ich eher den Paladin am meisten. Im Endeffekt so ein bisschen wie bei Google Earth. Zoomt man dann immer weiter rein. Also die Welt Azeroth besteht dann aus eben diesen Kontinenten und wir befinden uns dann hier in Kalimdor. Und das Ganze ist dann halt in Durotar. Und dann sind wir hier oben. Das ist halt auch so eine Sache der Online-Rollenspiele. Die Vielfalt der Aufgaben, beziehungsweise also der Quests, die man so hat, ist früher oft bemängelt worden als zu stumpf. Immer nur, gehe dahin, hole davon 20 und dann kommst du zurück. Und dann schicke ich dich halt wieder ins nächste Gebiet und da holst du wieder irgendwie so 5, 6, 7 Sachen. Und spielerisch ist das Leveln an sich überhaupt nicht anspruchsvoll. Und für die meisten, beziehungsweise ich sag einfach mal 80-90% der Spieler, ist das Leveln auch mittlerweile einfach nur noch, um schnell das Maximallevel zu erreichen. Und dann fängt das Spiel im Endeffekt erst an. Und viele versuchen möglichst viele Erfolgspunkte zu haben, da gibt es dann wirklich für alles Erfolgspunkte. Also ob für Quests oder Erkundung oder Spieler gegen Spieler. Also World of Warcraft ist immer noch sehr, sehr clever darin, die Leute zu belohnen. Also egal, was du bei World of Warcraft machst, ob du irgendwie Kräuter pflückst oder ob du Wildschweine häutest oder ob du einen Drachen erlegst, alles macht irgendwie Sinn, alles bringt dich weiter in dieser Spielwelt. Andauernd wirst du belohnt. In World of Warcraft geht es bei vielen Spielern um Leistung. Sie wollen etwas erreichen und ihre Erfolge durch das Spiel belegen. Man kommuniziert unglaublich viel mit anderen Leuten. Man muss auch viel mit anderen Leuten kommunizieren. Das Spiel belohnte auch sehr, sehr früh, wenn man nicht alleine unterwegs war, sondern in Gruppen, den Spieler, weil man dann eben größere Monster erschlagen konnte. Ich habe da eine Menge Leute kennengelernt durch das Gildensystem, was World of Warcraft hat. Und wir haben uns dann regelmäßig abends dann auch zusammengesetzt. Ja, es ging gar nicht mehr so ums Spiel. Manche haben einfach auch im Spiel nur rumgestanden und man hat sich einfach unterhalten. Es ist diese Mischung aus Game und Community, das World of Warcraft zum Online-Rollenspiel Nummer 1 macht. In den Folgejahren nach dem Release steigen die Nutzerzahlen rasant, zwischenzeitlich auf weltweit bis zu 12 Millionen User. Es lohnt ein Blick zurück in die Gaming-Vergangenheit, um zu verstehen, warum World of Warcraft so erfolgreich wurde. Also es ist ja ein Spiel, das ein soziales Spiel ist, wo man viel interagiert mit anderen Spielern, wo man sich organisiert, wie vielleicht irgendwie früher am Kartentisch oder sowas. Also noch weiter zurück in die Gaming-Vergangenheit. An den Kartentisch, hin zu Pen-and-Paper-Rollenspielen, der Urquelle des internationalen Nerdtums. Es ist eigentlich ganz simpel. Also man hat einen Erzähler sozusagen und x beliebige Mitspieler. Jeder Mitspieler erschafft sich dann auch einen Charakter und der Erzähler gibt dann die Geschichte vor, die sehr dynamisch ist. Ja genau, also links ist halt Andergast. Wenn ihr halt an der Messerstätte vorbeigeht, reicht halt irgendwie Andergast. Rechts rum, genau. Es könnte halt später natürlich dann, wenn man irgendwann mal diese Wegkreuze kommt, könnte man links lang gehen zu den Finsterkoppen und dann kommt man halt abgreifen. Was aber klar ist, dass es diese Pen-and-Paper-Kultur unglaublich einflussreich war in der Nerd-Kultur. Also das ist wirklich ein Ding, das kam in den 70er Jahren, war in den 80ern populär, war in den 90er Jahren populär. Das ist wahnsinnig tief verhaftet und schon lange, bevor Herr der Ringe zum Beispiel im Kino war und so der Mainstream mit Fantasy konfrontiert war, waren diese ganzen Archetypen eigentlich immer präsent in den Pen-and-Paper-Rollenspielen und dadurch in der Nerd-Kultur einfach sehr, sehr stark verankert. Also jeder weiß durch die Pen-and-Paper-Rollenspiele, dass halt ein Zwerg klein und stämmig ist, dass ein Elf D&D-Vorteile hat, dass ein Dieb gut Schlösser knacken kann. Und deswegen sind bis heute Computerspiele, die auf Fantasy-Szenarien aufsetzen, haben eigentlich fast immer noch sehr, sehr oft diese Archetypen. So schaut's aus. Na, mein Name ist Adleda Giergeiden und wie gesagt, ich bin Gaukler, bin in Garnet aufgewachsen, allerdings war ich ein Findelkind.
Mit der Zeit entwuchsen die Fantasy-Rollenspiele den Schreibtischen und kamen in Form von Diablo oder Warcraft auf die Bildschirme. Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets rund um die Jahrtausendwende spannten sich auch die ersten Rollenspielnetzwerke um die Erdkugel. Eines der erfolgreichsten und zudem das Vorbild für die World of Warcraft-Macher, Ultima Online. Das Spiel war erfolgreich, aus damaliger Perspektive. Zu Hochzeiten spielten 250.000 Menschen weltweit. Eine enorme Masse für die Zeit. Und ironischerweise das Todesurteil für Ultima Online, das alle Vorstellungen der Entwickler übertroffen hatte. Dass natürlich auch eine Online-Welt komplex ist, das konnte man damals schon erahnen. Aber man hat es eigentlich erst richtig gemerkt, als man gesehen hat, dass vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr so funktionieren. Also dass zum Beispiel eine Welt auch eine Wirtschaft braucht. Ja, also wie ja die reale Welt auch. Also wir haben halt irgendwie die EZB und die halt irgendwie die Geldmenge reguliert. Und genau sowas brauchst du halt in Online-Rollenspiel auch. Also wenn es jeden Gegenstand nur einmal gibt und immer mehr Leute sozusagen mitmachen, dann wird halt jeder Gegenstand irgendwann total wertvoll. Also man hat quasi eine Deflation. Und es führt dann halt dazu, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Haufen Kuhdreck halt plötzlich sehr wertvoll ist. Also musste man sich halt Gedanken machen, wie man dieses Problem löst. Blizzard hatte eine Lösung. Die US-Firma stellte neben ihren Programmierern, Designern und Grafikern auch Volkswirtschaftler ein. Deren Aufgabe? Die Balance der Rohstoffe im Auge behalten und eine Mikroökonomie aufbauen. Ich habe damals sogar Leute gekannt, die World of Warcraft nicht als Rollenspiel gespielt haben. Es gab tatsächlich Leute, die haben es als Wirtschaftssimulation gespielt und haben nichts anderes getan, als den ganzen Tag in diesem Auktionshaus rumzustehen, um billig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Edward Castronova ist Professor an der Indiana University, leidenschaftlicher Gamer und Experte für virtuelle Welten. Dass World of Warcraft, bevölkert von Millionen Spielern, irgendwann zu einer Blaupause der realen Welt wurde, wundert ihn nicht. Nun werden nicht alle Bewohner von Azeroth auf der Flucht vor ihrer Realität sein. Aber wer sind sie denn dann, die Spieler von World of Warcraft? Wer sind die Menschen, die sich für Hexenmeister, Orks und Blutelfen begeistern? Diego Compagna ist Soziologe und hat sich in den vergangenen Jahren mit der Motivation deutscher Gamer beschäftigt. Also gerade zu Online-Multiplayer-Games hat man vor allem vier Typen gefunden. Also das ist eine Typologie, die sich bezieht auf die Spielerinnen und Spieler, auf ihre Motivation in gewisser Weise solche Spiele zu spielen. Und zwar sind das die Typen, das ist einmal der Socializer, der Issue-Manager, der Casual-Player und der Leader. Und der Socializer ist eben jemand, der gerne Kontakte knüpft und dessen Hauptmotivation, solche Spiele zu spielen, die ist, eben in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und gemeinsam mit anderen auch Ziele zu erreichen. Und das ist auch der Typ, den wir bei World of Warcraft mit Abstand am häufigsten gefunden haben. Niemand wird uns je versklaven! Also ein Befund ist ganz klar, den finden wir bei den meisten Computerspielen. Das ist der, dass man dort die Möglichkeit hat, relativ schnell und relativ einfach Erfolge zu feiern. Und das möchte ich auch gar nicht beschönigen. Das kann man kritisch sehen, insofern als man sagt, na ja, das ist ja dann das öffnet sozusagen Tür und Pforte für Menschen, die sich eh schwer tun, in der Wirklichkeit anzukommen. Und sowas wie Realitätsflucht dann dort betreiben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich aber auch denken, dass das die Kritik ist einer Gesellschaft, die eben sehr stark auf Leistungsoptimierung setzt und die sich schwer damit tut, wenn jemand auch einfach sagt, na ja, mein Gott, ich möchte einfach mal mich gut fühlen, ohne wahnsinnig hart dafür arbeiten zu müssen. Was World of Warcraft soziologisch gesehen von klassischen Computerspielen unterscheidet: Sie schaffen einen virtuellen Raum, der unserer realen Welt sehr nahe kommt. Mit Tages- und Nachtzeit, mit Kontinenten, anderen Spielern. Anders als zum Beispiel bei Konsolenspielen pausiert die World of Warcraft auch nicht. Sie verändert sich durch die Millionen Spieler jeden Tag aufs Neue. Welche Bedeutung hat in solch einer realistischen Umgebung der Avatar, mit dem man sie erkundet?
Wir haben sowohl beispielsweise den Befund, dass die Avatare, oder zumindest Befunde, die darauf hindeuten, dass Avatare so etwas wie Wunschvorstellung der Spielerinnen und Spieler jeweils darstellen. Also ich mache mir immer Avatare, die genauso sind wie ich. Schön, charismatisch, intelligent und ein bisschen stark. Wir haben aber auch durchaus Fälle gehabt, wo man gemerkt hat, es geht durchaus auch darum, herum zu experimentieren. Beispielsweise mit dem Geschlecht oder auch mit dem Aussehen. Ich bin eher ein schmächtiger Typ und dann werde ich aber mir einen Avatar suchen, der sehr kräftig ist und der vor allem so auf Nahkampf dann ausgerichtet ist. Also experimentieren eben gerade mit dem, was ich nicht bin. Den Wechsel des Geschlechts findet man in World of Warcraft nicht selten. Rund 23% aller männlichen Spieler betreten Azeroth & Co. laut einer amerikanischen Studie als weiblicher Avatar. Gender-Swapping nennt sich das Phänomen. Das passiert da relativ häufig und ich finde das auch gut, weil ich es gut und wichtig finde, Rollen ausprobieren zu können in so einer virtuellen Welt. Warum nicht? Ich glaube, dass uns das tatsächlich auch also den Individuen was bringt, den Spielern was bringt, aber auch der Gesellschaft, weil man dann vielleicht auch sich empathischer in andere Rollen wiederum hineindenken kann. Bei manchen geht die Empathie in das so weit, dass das Trennen von einem Avatar beinahe so schlimm erscheint wie die Trennung von einem Lebenspartner. Szenen aus der früheren Fernsehsendung WOW, einem Nerd-Magazin über World of Warcraft, produziert für den Gaming-Sender Giga. So, und wir löschen den Charakter vom Flur. Das ist der kleine Verrecker. Tjo. Der Nascher. Löschen. Ich krieg der... Nö. Komm, ich guck. Boah, mach das spannend, da macht das spannend und... Da ist er weg. Und das war's. Wir sind raus. Florian Kamolz und Philipp Senkbeil waren die deutschen Chef-Nerds der damaligen Zeit, moderierten von 2007 bis 2009 einmal in der Woche eine Stunde WOW. War der Trennungsschmerz echt oder war er gespielt? Hatten die beiden tatsächlich so etwas wie eine persönliche Bindung zu ihrem Avatar? So eine richtige persönliche Bindung habe ich zu meinem Charakter nicht, nein. Ich definitiv. Ganz klipp und klar, ja, muss ich mit ja beantworten. Es ist ich würde sagen, es ist wie ein bisschen mehr als ein Seriencharakter, den ich lieb gewonnen habe. Ich vergleiche das mal sehr, sehr gerne mit dem Fernsehen. Wenn ich eine Serie schaue, wenn dort einer meiner Lieblingscharaktere stirbt, ärgert mich das sehr. Aber es ist für mich wenn ich den Charakter angucke und sehe, was er trägt und was für Reittiere er hat, sehe ich, was ich erlebt habe. Es ist irgendwo ein Spiegelbild der letzten 10 Jahre tatsächlich, dieser Charakter. Ich erinnere mich, wenn ich diesen Charakter angucke, an Ereignisse aus dem Spiel. Ach, guck mal, das Schwert hast du da und da gefunden. Schau mal, dieses Reitpferd hast du damals geschenkt bekommen von den Leuten, die das Trading Card Game gemacht haben. Genauso wie wenn ich ihn angucke und mich erinnere, Mensch, wir haben doch damals bei Giga Island so eine tolle Sendung gehabt. Also irgendwo habe ich schon eine persönliche Bezug. Ja gut, unter dem... Aber trotzdem ist er austauschbar. Ja, richtig, aber gut, dann löschen würde ich ihn dann auch noch. Nein, einfach löschen, das passte noch nie zu World of Warcraft. Auch weil viele Spieler schon früh anfingen, Verpflichtungen im Spiel einzugehen. Blizzard implementierte ein Gildensystem in der Welt. Spieler konnten sich zu Verbindungen zusammenschließen, Kampfbünde wurden gegründet, Abenteuer gemeinsam bestanden. Das Internet hat sich dann immer mehr Richtung sozialen Punkt entwickelt. Also man hat wirklich Leute kennengelernt, das fing dann natürlich erstmal so an im Chat. Man hat sich dann einer Gilde angeschlossen, also die bestanden dann teilweise schon aus 150 Leuten. Und irgendwie anders, als wenn man jetzt in eine Menschenmenge geworfen wird, teilt man ja alleine jetzt schon eine Gemeinsamkeit. Man spielt zusammen dieses Spiel. Game-Soziologe Compagna kennt solche Aussagen. In den vergangenen Jahren hat der Wissenschaftler mit einem Team am Game Research Center in Duisburg Fallstudien mit World of Warcraft-Spielern durchgeführt. Sein Ergebnis? Für viele war gar nicht der Akt des Spielens entscheidend. Ein sehr spannender Befund, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten und den ich sonst auch nirgendwo anders gefunden habe, ist, dass uns einige durchaus auch gesagt haben, das ist für mich die Möglichkeit, mit meinen alten Kumpeln und Freundinnen und Freunden mich immer wieder mal zu treffen und gemeinsam etwas zu erleben. Freunde, Freundinnen, die man aus dem Studium kennt und die man dann, da ist jeder dann sonst wohin gezogen. Und World of Warcraft, also dieser virtuelle Raum, ermöglicht es mir aber gemeinsam mit meinen alten Freunden weiterhin etwas zu erleben. So wie wir früher um die Häuser gezogen sind, treffen wir uns jetzt in World of Warcraft. Es ist jetzt nicht unbedingt die reale Welt, aber es ist schon schön. Ich verbringe auch einige Zeit da drin. Aber die Hauptsache ist für mich, ich treffe da sozusagen Freunde, die weiter weg wohnen. Ich gehe mit den Freunden in Raids, chatte mit denen, bin im Teamspeak mit denen
und kann sozusagen auch übers Internet, über diese virtuelle Welt dann sozusagen mit denen ein bisschen Spaß haben. Während der Studien am Game Research Center haben Compagna und seine Kollegen durchschnittliche World of Warcraft-Spieler nach ihrer Motivation für das Spiel befragt. Zitat aus einem der Auswertungsbögen. Was zählt, ist, dass man wie bei einem Sportverein was Gemeinsames macht, gewisse Ziele erreicht und am wichtigsten den Spaß nicht verliert. Und so ist eine Gilde vielleicht viel weniger Kampfbündnis als doch eher Verein. Das ist eben auch so ein Feature aus diesen Spielen, die dafür sorgen, dass man ja auch eine gewisse Spielbindung, wenn man es mal so ausdrücken möchte, erfährt oder aufbaut. Wenn man sich vorstellt, man ist so ein wichtiges Bestandteil aus einer Gilde, aus einer virtuellen Sozialgemeinschaft, die einem auch irgendwo wichtig ist, und man selbst bringt mit seinem Spielcharakter bestimmte Fähigkeiten und bestimmte Erfahrungswerte mit, die wichtig sind, dass die Gilde erfolgreich ist, dann sorgt das natürlich schon bei uns dafür, bei jedem einzelnen Menschen eigentlich, dafür, dass man sagt, hoppla, ich habe ja gegenüber meiner Gruppe, meiner Gilde eine Verpflichtung. Definitiv. Es gibt auch mit Sicherheit in sogenannten Progress-Gilden, also in Vereinigungen, die darauf Wert legen, als Erste etwas zu schaffen, gibt es den Druck. Ganz klar, da heißt es, wir raiden jeden Tag bis auf Sonntag von 19 bis 23 Uhr. Da musst du auch da sein, da musst du dich vorbereiten. Wenn du dieses Shield schaffen möchtest, musst du da sein. Klar, sonst heißt es ja gut, tut mir leid, du bist nicht der Richtige für uns, geh. Aber das ist im Fußball nicht anders. Ich habe Bezirksliga mal gespielt, auch da musste ich dreimal die Woche, muss ich zum Training kommen. Wenn ich den Trainer angerufen habe und gesagt habe, du, ich kann dienstags heute mal nicht, weil ich will ins Kino, hieß es, ja gut, dann spielst du halt am Sonntag nicht. So ist es bei denen. Also wenn du beim Raid Progress, wenn du zwei, dreimal nicht da bist, dann darfst du halt auch nicht mehr mit und kriegst nicht mehr die besten Items als Erster. Wenn das für dich kein Problem ist und du kein Problem damit hast, Zweiter zu sein und den Content langsamer zu erleben, dann hast du auch keinen Druck. Dann ist das eine Gilde, wo sich alle absprechen, hey, wir machen zweimal die Woche, lass mal sagen, mittwochs und samstags passt das für alle, dann spricht man sich halt ab. Es ist klar, es ist anspruchsvoll, man muss halt viel, gerade wenn jetzt neuer Content ist, man will progressen, die Leute bei Stange zu halten, auch zu motivieren und auch natürlich die davon abzuhalten, wegzugehen, das ist natürlich eine wichtige Sache, aber das macht vor allem viel Spaß. Das ist etwas, was immer wieder auffällt. Also man hat bei World of Warcraft so diese unglaublich fantastische, bunte Herr-der-Ringe-Welt. Ja, mit den ganzen fantastischen Geschichten. Und dann gibt es aber halt diesen Gap, dass so eine Gilde bürokratisch organisiert werden muss, dass man sich halt an Termine halten muss, wenn man halt in die Höhle reingeht, um halt den großen Drachen irgendwie zu erschlagen. Ja? Und dann wird es plötzlich bürokratisch. Da reibt sich das sozusagen so aneinander. So dieses, auf der einen Seite so diese Idee einer großartigen Welt und auf der anderen Seite halt der Alltag, der einen halt dann doch immer wieder einholt. So gesehen war der Spieler Leroy Jenkins, der seinen großen Auftritt in der Welt von World of Warcraft im Mai 2005 hatte, eine Art Vorkämpfer für das Fantastische und Surreale, ein Träumer und Überzeugungstäter. Ich glaube, es war so, dass die ein Riesenmonster töten wollten, was unglaublich viel Vorbereitung verlangt. Und da muss wirklich jeder sich sklavisch an seine Aufgabe halten und wirklich ganz genau das tun, was er tun soll in dieser Situation. Oh my god, he just ran in. Save him! Oh jeez, stick to the plane! Oh jeez, let's go. Stick to the plane, stick to the plane! Ja, und genau das hat Leroy Jenkins nicht gemacht, denn Leroy Jenkins ist mit einem großen Schrei, Leroy Jenkins, also hat seinen Namen gerufen, auf dieses Monster losgegangen. Und wenig überraschend war er wenige Zeit später tot und somit ihm die ganze Gruppe. Oh Gott. Great job, guys. Leroy, you were just stupid as hell. Overhead. At least I have chicken. Dieses Video wurde halt wahnsinnig bekannt, weil es eben genau dafür steht, dieses Ausbrechen aus dieser Mechanik und aus den Regeln und aus dieser Bürokratie und aus diesem, hey, irgendwie, wir brauchen irgendwie das Schwert, das noch 0,5% mehr hat und in dem und der Situation das machen kann. Und Leroy Jenkins stand sozusagen für diesen Gegenentwurf. Ja, so deswegen hat sich Leroy Jenkins, glaube ich, bis heute einen festen Platz in den Herzen aller World of Warcraft-Spieler erobert, zu Recht. This is Leroy Jenkins. Und nicht nur da. Leroy Jenkins wurde mit der Zeit zum Internetphänomen. Spielehersteller Blizzard lud seinen Homegrown-Star 2007 auf die eigene Gaming-Messe BlizzCon.
Eine offizielle Spielkarte wurde von ihm angefertigt. Und seit November 2014 hat er sein eigenes Pixel-Denkmal in Form eines sogenannten Non-Player-Characters in der Welt von World of Warcraft. Selbst Filmemacher arbeiteten sich irgendwann an seinem Mythos ab. Regisseur Finn O'Hara übertrug das Meme in einem Kurzfilm in die reale Welt. Aus einem Kampf gegen Monster wurde ein Banküberfall. Let's do this. Leroy Jenkins! God damn it, Leroy! Geschichten wie die von Leroy Jenkins gibt es zuhauf in der Welt von World of Warcraft. Von Anbeginn entwickelte sich eine Subkultur rund um das Spiel. Nicht verwunderlich bei einer Szene, die zeitweilig aus 12 Millionen Menschen bestand. Im Verlauf der Jahre entwickelte sich eine ganze Industrie um das Spiel. Die Fans der World of Warcraft trafen sich auf Conventions wie der Gamescom in Köln, debattierten in Online-Foren über neue Erweiterungen. Ein Jahr nach dem amerikanischen World of Warcraft Release veranstaltete der US-Hersteller Blizzard höchst selbst erstmals eine Messe für seine Fans, die BlizzCon. Die Events befreiten die Spieler aus den Computern. Gleichgesinnte trafen sich rund um die Welt, um über Gran Turismo, Star Wars Galaxies oder eben World of Warcraft zu sprechen. Und während die Hersteller mit ihren Ständen und Merchandise-Verkaufsstellen versuchten, die Spielewelt aus dem Computer in die reale Welt und damit noch weiter in ihre Umsatzzone zu ziehen, befreiten einige Spieler auch ihre Charaktere sprichwörtlich aus Azeroth und trugen sie in die Realität hinaus. Eine dieser Spielerinnen wohnt ganz in der Nähe von Düsseldorf. Also das ist mein Charakter Nayami. Das ist mein Main-Charakter im Moment, eine Priesterin. Die ist halt mein Main-Charakter, weil ich mich dazu entschieden habe, halt Healer zu spielen und die anderen lieber zu supporten. Das heißt, mit diesem Charakter kann ich dann sozusagen andere Leute healen, ihnen auch ein Schild geben, einen Healbrunnen hinstellen und sozusagen das Leben retten dann. Also sie unterstützen. 2012 hat Katrin Koch ihren Freund auf einer Convention kennengelernt und über ihn auch World of Warcraft. Eine Stunde am Tag ist die Auszubildende in der virtuellen Welt unterwegs, um andere zu supporten und Avatare aus ihrer Gilde zu heilen. Das monatliche Abo hat ihr Freund geschenkt, damit sie sich auch online treffen können. Den weit größeren Teil ihrer Freizeit verbringt sie allerdings mit Styrodur, Acrylfarben und ihrer Heißklebepistole. Und da ich gerne nähe, bastel und generell werke, habe ich mir dann überlegt, ich mag Animes, ich mag Mangas. Dann bin ich aufs Cosplay gekommen und habe dann so gesagt, hey, das kann man verbinden, Online-Spiele und Cosplays. Und habe dann halt angefangen, die Charaktere, die Rüstung nachzubauen und halt die angefangen zu cosplayen. World of Warcraft zum Anfassen. Der Begriff Cosplay setzt sich zusammen aus den beiden englischen Begriffen Costume und Play. Das Ziel ist simpel. Einen Charakter aus einem Manga, Anime, Film oder Computerspiel durch Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu darstellen. Das ist auch Katrin Kochs Anspruch. Perfektion. Es ist ja Sinn und Zweck, dass man dann wirklich, wenn man die Person anguckt, die das Cosplay trägt, wirklich versucht, es so perfekt rüberzubringen, dass man dann wirklich den Charakter sieht. Also, dass man nicht sagt, hey, du bist doch, hey, Katrin Koch. Sondern eher so, hey, du bist doch, weiß Gott, der Charakter XY. Also, dass man wirklich dann die Person ansieht und dann sagt, du bist der Charakter, also als dargestellte Person. Stundenlanges Bauen, Ausbessern, Materialfragen, der Blick fürs Detail. Katrin Koch investiert Wochen in ein Kostüm, bis es ihren Ansprüchen genügt. Und Geld. Mehrere hundert Euro pro Kostüm für den einen Moment. Ihren Auftritt als Chocolate Cosplay. Ein bisschen seltsam ist es am Anfang, aber es macht halt richtig viel Spaß. Man geht auf Conventions, wo man auch andere trifft. Gerade ist die Gamescom für mich zum Beispiel das Highlight, weil da werden halt hauptsächlich Spiele vorgestellt und Spiele auch gecosplayt. Es ist schon ein bisschen dieses Rühmliche, also dass ich sagen kann, hey, ich hab's gut gemacht, ich habe das Kostüm richtig rübergebracht, ich habe wieder vielleicht ein neues Ziel erreicht, ein bisschen an mir gearbeitet. Ruhm, der Wille zu gefallen, übermäßiger Erfolgsdrang. Keine seltenen Begrifflichkeiten, wenn man mit Psychologen über World of Warcraft spricht. Spätestens seit der Hype-Phase des Spiels, 2 Jahre nach Veröffentlichung, wurde in Deutschland auch über das Suchtmittel World of Warcraft gesprochen. Das ist immer so eine schwierige Frage, jemanden zu fragen, ob der selber süchtig war. Wann geht aus Zwang die Sucht hervor?
Kai Müller ist Psychologe in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Mainz. Er behandelt Menschen, die unter Computerspielsucht leiden. Überwiegend Männer zwischen 16 und 30 Jahren. Hilfesuchende aus der Mittelschicht, Tendenz steigend. Wo liegt der Unterschied zwischen intensivem Spiel und Sucht? Das ist tatsächlich schwierig, manchmal eine Trennlinie zu ziehen, aber ein großer Unterschied ist auf jeden Fall, betrifft die Zeitspanne. Ja, so eine momentane Begeisterung für ein Spiel, glaube ich, das hat jeder auch in Bezug auf andere Tätigkeiten, die man ausführen kann. Ja, man kann ja auch eine Begeisterung für Gartenarbeit entfalten, ohne dass man eine Gartenarbeitssucht oder was auch immer entwickelt. Ja, also das ist sicherlich nicht das Problem. Ich glaube, es ist wichtig, sich die Frage zu stellen, stellt das Spiel in dem Fall einen zusätzlichen Bestandteil im Leben, einen Bestandteil unter vielen dar, oder fange ich an, mein Leben um das Spielen aufzubauen? Ja, also zentriere ich das Spiel wirklich als Lebensinhalt. Alle Sachen, die sonst noch im Leben eine Rolle spielen sollten, sind halt irgendwelche Beigaben, auf die ich aber auch verzichten könnte. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz Unterschied zwischen so einem begeisterten, hobbymäßigen, intrinsisch motivierten Spielen und einer Computerspielsucht. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist eben tatsächlich auch derjenige, der Computerspiele passioniert, mit Lust spielt und kontrolliert spielt, der erlebt eben auch Freude, Begeisterung, Flow, wie Sie es gesagt haben, während er spielt. Beim Computerspielsüchtigen ist es in der Regel so, dass solche Emotionen zwar auch mal bestanden haben, dass die aber im Verlauf der Sucht auch verschüttet gegangen sind und das Spiel jetzt sozusagen eine Art Selbstzweck hat, ja, oder als Zwang oder Drang empfunden wird und gar nicht mehr als etwas Lustvolles. Im Jahr 2 nach dem Release war World of Warcraft im Zentrum des medialen Interesses. Computerspielsucht, das versprach Quote. Auftritt Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Wenn man die Geschichte des Game-Diskurses in Deutschland erzählen, muss man auch seine Geschichte erzählen. Wir brauchen, wenn wir wissen wollen, wo wir landen werden, nur nach Südkorea schauen. Dort haben wir 96 Kliniken mit Spezialabteilungen für Computerspielsüchtige. Dort geht ein Riesenanteil des Volksvermögens dafür drauf, dass sie über 1000 hauptamtliche Suchtberater inzwischen beschäftigen, dass sie überall sich jetzt mit diesen Süchtigen auseinandersetzen müssen. Wir sind im Einstieg dabei, weil wir auch wir den E-Sport, elektronischen Sport, als Sportart zulassen, obwohl es mit Sport nichts zu tun hat. Man sitzt und bewegt die Finger und sonst nichts. Pfeiffer hat sich früh auf das Feld der Computerspielkritik gesetzt und wurde so zum Inventar der einschlägigen Talks zum Thema. Sein Leitsatz damals? World of Warcraft ist das Crack-Kokain der Computerspiele. World of Warcraft ist der größte Suchtmacher aller Zeiten, den es im Bereich des Computerspielens gegeben hat. Natürlich sind wir begeistert, einzusteigen in ein faszinierendes Spiel als Kinder und sind kaum davon zu trennen. Und die Eltern müssen schon sehr laut werden, dass man endlich mal aufhört und zum Essen geht. Und der Kopf ist immer noch gebannt von dem, was man gerade erfahren hat. Aber das kann nicht mithalten von der Intensität her mit dem, was mit primär Jungen geschieht, wenn sie in solche Spiele wie World of Warcraft eintauchen, in Fantasiewelten, wie man sie sich normalerweise kaum ausmalen kann, die einen total gefangen nehmen und wo durch eine sehr raffinierte Struktur des Spiels dann auch regelrecht Abhängigkeit erzeugt wird. Man kann das sehr kritisch sehen, man muss das auch sehr kritisch sehen, wenn Leute zu viel World of Warcraft spielen, aber es ist was völlig anderes, als sich irgendwie regelmäßig Koks durch die Nase zu ziehen. Und das fand ich, das war... Ein bisschen seltsam ist es am Anfang, aber es macht halt richtig viel Spaß. Man geht auf Conventions, wo man auch andere trifft. Gerade ist die Gamescom für mich zum Beispiel das Highlight, weil da werden halt hauptsächlich Spiele vorgestellt und Spiele auch gekospelt. Es ist schon ein bisschen dieses Rühmliche, also dass ich sagen kann, hey, ich hab's gut gemacht, ich hab das Kostüm richtig rübergebracht, ich hab wieder vielleicht ein neues Ziel erreicht, ein bisschen an mir gearbeitet. Ruhm, der Wille zu gefallen, übermäßiger Erfolgsdrang. Keine seltenen Begrifflichkeiten, wenn man mit Psychologen über World of Warcraft spricht. Spätestens seit der Hype-Phase des Spiels, 2 Jahre nach Veröffentlichung, wurde in Deutschland auch über das Suchtmittel World of Warcraft gesprochen. Das ist immer so eine schwierige Frage, jemanden zu fragen, ob der selber süchtig war. Wann geht aus Zwang die Sucht hervor? Kai Müller ist Psychologe in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Mainz. Er behandelt Menschen, die unter Computerspielsucht leiden. Überwiegend Männer zwischen 16 und 30 Jahren. Hilfesuchende aus der Mittelschicht, Tendenz steigend. Wo liegt der Unterschied zwischen intensivem Spiel und Sucht? Das ist tatsächlich schwierig, manchmal eine Trennlinie zu ziehen, aber ein großer Unterschied ist auf jeden Fall, betrifft die Zeitspanne. Ja, so eine momentane Begeisterung für ein Spiel, glaube ich, das hat jeder auch in Bezug auf andere Tätigkeiten, die man ausführen kann. Ja,
Man kann ja auch eine Begeisterung für Gartenarbeit entfalten, ohne dass man eine Gartenarbeitssucht oder was auch immer entwickelt. Ja, also das ist sicherlich nicht das Problem. Ich glaube, es ist wichtig, sich die Frage zu stellen, stellt das Spiel in dem Fall einen zusätzlichen Bestandteil im Leben, einen Bestandteil unter vielen dar, oder fange ich an, mein Leben um das Spielen aufzubauen? Also zentriere ich das Spiel wirklich als Lebensinhalt? Alle Sachen, die sonst noch im Leben eine Rolle spielen sollten, sind halt irgendwelche Beigaben, auf die ich aber auch verzichten könnte. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz Unterschied zwischen so einem begeisterten, hobbymäßigen, intrinsisch motivierten Spielen und einer Computerspielsucht. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist eben tatsächlich auch derjenige, der Computerspiele passioniert, mit Lust spielt und kontrolliert spielt, der erlebt eben auch Freude, Begeisterung, Flow, wie Sie es gesagt haben, während er spielt. Beim Computerspielsüchtigen ist es in der Regel so, dass solche Emotionen zwar auch mal bestanden haben, dass die aber im Verlauf der Sucht auch verschüttet gegangen sind und das Spiel jetzt sozusagen eine Art Selbstzweck hat, ja, oder als Zwang oder Drang empfunden wird und gar nicht mehr als etwas Lustvolles. Im Jahr 2 nach dem Release war World of Warcraft im Zentrum des medialen Interesses. Computerspielsucht, das versprach Quote. Auftritt Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Will man die Geschichte des Game-Diskurses in Deutschland erzählen, muss man auch seine Geschichte erzählen. Wir brauchen, wenn wir wissen wollen, wo wir landen werden, nur nach Südkorea schauen. Dort haben wir 96 Kliniken mit Spezialabteilungen für Computerspielsüchtige. Dort geht ein... schon Mögliches und was in Zukunft sogar noch weiter zunehmen wird, dass es eben auch virtuelle soziale Handlungsräume gibt, die den realweltlichen in nichts nachstehen oder zumindest in nichts nachstehen müssen. Florian Kamholz und Philipp Senkbeil, die Chefnerds von GIGA, haben die Ups und Downs, die harschen Diskussionen und die Jubelarien um World of Warcraft hautnah mitbekommen. Sie haben mitbekommen, wie immer mehr Spieler in die Welt von World of Warcraft eintauchten, wie das Spiel sich von Jahr zu Jahr professionalisierte, Wettkämpfe in E-Sport-Ligen ausgetragen wurden. Sie bekamen mit, wie plötzlich auch Betrüger Einzug in die virtuelle Welt hielten und sogenannte Gold Farmer, zumeist aus Asien, ihre in unterbezahlter Akkordarbeit erwirtschafteten Waren auf eBay für ganz reales Festgeld verkauften. Tatsächlich bewegte sich also immer was in diesem Universum World of Warcraft. Regelmäßig erschienen neue Erweiterungen für das Spiel, Quests wurden neu aufgesetzt. Florian und Philipp füllten ihre wöchentliche Wow-Stunde und sie lebten das Spiel sprichwörtlich. Ich kann ja nur für mich sprechen, ich habe jeden Abend geraidet, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin und bin dann am Morgen auf die Arbeit gekommen und habe eine WoW-Sendung vorbereitet, was auch nicht viel anders aussah. Bis vom einen auf den anderen Tag alles vorbei war. GIGA wurde geschlossen, weil der Spartensender nie den Sprung in die schwarzen Zahlen schaffte. So schmerzlich der Abgang von GIGA für die deutschen Gamer war, auf den World of Warcraft-Kontinenten, in Azeroth, Draenor und der Scherbenwelt ging das Leben weiter. Im November 2014 ist die neueste Erweiterung, Warlords of Draenor, erschienen und hat rund 2,6 Millionen Spieler wieder an World of Warcraft herangezogen. Allen Unkenrufen zum Trotz hat das Spiel nun eine Dekade überlebt. Aber wie lange kann das weitergehen? Muss nicht auch in der World of Warcraft irgendwann Schluss sein? Jetzt, wo ganz andere soziale Netzwerke auf dem Markt sind, die Millionen von Menschen miteinander verbinden. Hat sich das Spielprinzip nicht überlebt? Wer vor 10 Jahren World of Warcraft gespielt hat und es mochte, der wird es auch heute noch mögen. Ja. Das Spiel ist aber immer noch sehr gut. Also man könnte irgendwie sagen, es ist stehen geblieben. Aber man könnte genauso gut sagen, mit einiger Berechtigung, es hat sein Prinzip, was es groß gemacht hat, über die Zeit gerettet. Und das ist etwas, was nur sehr wenig Spiele schaffen. Schiffer gibt zusammen mit dem Münchner Grafiker Markus Weißenhorn seit Juni 2012 die WASD heraus. Ein Booker-Scene für Gameskultur. Auch weil für die beiden Computerspiele in den letzten paar Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Sie sind wichtiger Teil unserer kulturellen Identität. Aber jedes einzelne dieser Spiele ist auch endlich, kommt irgendwann aus der Mode, wird durch ein anderes, zeitgemäßeres Spiel ersetzt. Die Frage ist, was passiert dann mit diesem Spiel, das so sehr Teil von so vielen Identitäten geworden ist? In dem Menschen als Avatare in einer virtuellen Welt gelebt haben. Wie lässt man als Unternehmen eine solche Welt untergehen? Das ist immer wieder passiert. Also es gab das Spiel Matrix Online. Suchtgedanke, der wiederum hängt aber damit zusammen, dass virtuelle Welten, virtuelle Handlungsräume als unechte Räume wahrgenommen werden. Und das hängt eben, glaube ich, damit zusammen, dass wir unsere Definition, unsere Kategorien, unser Verständnis von sozialer Wirklichkeit noch nicht angepasst haben an das, was im Grunde jetzt schon möglich ist und was in Zukunft
sogar noch weiter zunehmen wird. Dass es eben auch virtuelle soziale Handlungsräume gibt, die den realweltlichen in nichts nachstehen oder zumindest in nichts nachstehen müssen. Florian Kamholz und Philipp Senkbeil, die Chefnerds von GIGA, haben die Ups und Downs, die harschen Diskussionen und die Jubelarien um World of Warcraft hautnah mitbekommen. Sie haben mitbekommen, wie immer mehr Spieler in die Welt von World of Warcraft eintauchten, wie das Spiel sich von Jahr zu Jahr professionalisierte, Wettkämpfe in E-Sport-Ligen ausgetragen wurden. Sie bekamen mit, wie plötzlich auch Betrüger Einzug in die virtuelle Welt hielten und sogenannte Goldfarmer, zumeist aus Asien, ihre in unterbezahlter Akkordarbeit erwirtschafteten Waren auf eBay für ganz reales Festgeld verkauften. Tatsächlich bewegte sich also immer was in diesem Universum World of Warcraft. Regelmäßig erschienen neue Erweiterungen für das Spiel, Quests wurden neu aufgesetzt. Florian und Philipp füllten ihre wöchentliche Wow-Stunde und sie lebten das Spiel sprichwörtlich. Ich habe jeden Abend geradet, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin und bin dann am Morgen auf die Arbeit gekommen und habe eine WoW-Sendung vorbereitet, was auch nicht viel anders aussah. Bis vom einen auf den anderen Tag alles vorbei war. GIGA wurde geschlossen, weil der Spartensender nie den Sprung in die schwarzen Zahlen schaffte. So schmerzlich der Abgang von GIGA für die deutschen Gamer war, auf den World of Warcraft-Kontinenten, in Azeroth, Draenor und der Scherbenwelt ging das Leben weiter. Im November 2014 ist die neueste Erweiterung, Warlords of Draenor, erschienen und hat rund 2,6 Millionen Spieler wieder an World of Warcraft herangezogen. Allen Unkenrufen zum Trotz hat das Spiel nun eine Dekade überlebt. Aber wie lange kann das weitergehen? Muss nicht auch in der World of Warcraft irgendwann Schluss sein? Jetzt, wo ganz andere soziale Netzwerke auf dem Markt sind, die Millionen von Menschen miteinander verbinden. Hat sich das Spielprinzip nicht überlebt? Wer vor 10 Jahren World of Warcraft gespielt hat und es mochte, der wird es auch heute noch mögen. Ja. Das Spiel ist aber immer noch sehr gut. Also man könnte irgendwie sagen, es ist stehen geblieben. Aber man könnte genauso gut sagen, mit einiger Berechtigung, es hat sein Prinzip, was es groß gemacht hat, über die Zeit gerettet. Und das ist etwas, was nur sehr wenig Spiele schaffen. Schiffer gibt zusammen mit dem Münchner Grafiker Markus Weißenhorn seit Juni 2012 die WASD heraus. Ein Booker-Scene für Gameskultur. Auch weil für die beiden Computerspiele in den letzten paar Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Sie sind wichtiger Teil unserer kulturellen Identität. Aber jedes einzelne dieser Spiele das Spiel belegen. Man kommuniziert unglaublich viel mit anderen Leuten. Man muss auch viel mit anderen Leuten kommunizieren. Das Spiel belohnte auch sehr, sehr früh, wenn man nicht alleine unterwegs war, sondern in Gruppen, den Spieler, weil man dann eben größere Monster erschlagen konnte. Ich habe da eine Menge Leute kennengelernt durch das Gildensystem, was World of Warcraft hat. Und wir haben uns dann regelmäßig abends dann auch zusammengesetzt. Ja, es ging gar nicht mehr so ums Spiel. Manche haben einfach auch im Spiel nur rumgestanden und man hat sich einfach unterhalten. Es ist diese Mischung aus Game und Community, das World of Warcraft zum Online-Rollenspiel Nummer 1 macht. In den Folgejahren nach dem Release steigen die Nutzerzahlen rasant, zwischenzeitlich auf weltweit bis zu 12 Millionen User. Es lohnt ein Blick zurück in die Gaming-Vergangenheit, um zu verstehen, warum World of Warcraft so erfolgreich wurde. Also es ist ja ein Spiel, das ein soziales Spiel ist, wo man viel interagiert mit anderen Spielern, wo man sich organisiert, wie vielleicht irgendwie früher am Kartentisch oder sowas. Also noch weiter zurück in die Gaming-Vergangenheit, an den Kartentisch, hin zu Pen-and-Paper-Rollenspielen, der Urquelle des internationalen Nerdtums. Es ist eigentlich ganz simpel. Also man hat einen Erzähler sozusagen und x beliebige Mitspieler. Jeder Mitspieler erschafft sich dann auch einen Charakter. Und der Erzähler gibt dann die Geschichte vor, die sehr dynamisch ist. Ja genau, also links ist halt Andergast. Wenn ihr halt an der Messerstätte vorbeigeht, erreicht halt irgendwo Andergast. Rechts rum, genau. Oder es könnte halt später natürlich dann, wenn man irgendwann mal diese Wegkreuze kommt, könnte man links lang gehen zu den Finsterkorb und dann kommt man halt nach Greifenfurt. Was aber klar ist, ist, dass es diese Pen-and-Paper-Kultur unglaublich einflussreich war in der Nerd-Kultur. Also das ist wirklich ein Ding, das kam in den 70er Jahren, war in den 80ern populär, war in den 90er Jahren populär. Das ist wahnsinnig tief verhaftet und schon lange, bevor Herr der Ringe zum Beispiel im Kino war und so der Mainstream mit Fantasy konfrontiert waren, waren diese ganzen Archetypen eigentlich immer präsent in den Pen-and-Paper-Rollenspielen.
und dadurch in der Nerdkultur einfach sehr, sehr stark verankert. Also jeder weiß durch die Pen-and-Paper-Rollenspiele, dass halt ein Zwerg klein und stämmig ist, dass ein Elf die und die Vorteile hat, dass ein Dieb gut Schlösser knacken kann. Und deswegen sind bis heute Computerspiele, die auf Fantasy-Szenarien aufsetzen, haben eigentlich fast immer noch sehr, sehr oft diese Archetypen. So schaut's aus. Na, mein Name ist Bledam Giergeiden. Und ja, wie gesagt, ich bin Gaukler, bin in Garnet aufgewachsen, allerdings war ich ein Findelkind. Mit der Zeit entwuchsen die Fantasy-Rollenspiele den Schreibtischen und kamen in Form von Diablo oder Warcraft auf die Bildschirme. Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets rund um die Jahrtausendwende spannten sich auch die ersten Rollenspiele. Warcraft trafen sich auf Conventions wie der Gamescom in Köln, debattierten in Online-Foren über neue Erweiterungen. Ein Jahr nach dem amerikanischen World of Warcraft Release veranstaltete der US-Hersteller Blizzard höchst selbst erstmals eine Messe für seine Fans, die BlizzCon. Die Events befreiten die Spiele aus den Computern. Gleichgesinnte trafen sich rund um die Welt, um über Gran Turismo, Star Wars Galaxies oder eben World of Warcraft zu sprechen. Und während die Hersteller mit ihren Ständen und Merchandise-Verkaufsstellen versuchten, die Spielewelt aus dem Computer in die reale Welt und damit noch weiter in ihre Umsatzzone zu ziehen, befreiten einige Spieler auch ihre Charaktere sprichwörtlich aus Azeroth und trugen sie in die Realität hinaus. Eine dieser Spielerinnen wohnt ganz in der Nähe von Düsseldorf. Also das ist mein Charakter Naomi. Das ist mein Main-Charakter im Moment, eine Priesterin. Die ist halt mein Main-Character, weil ich mich dazu entschieden habe, halt Healer zu spielen und die anderen lieber zu supporten. Das heißt, mit diesem Charakter kann ich dann sozusagen andere Leute healen, ihnen auch ein Schild geben, einen Heal-Brunnen hinstellen und sozusagen das Leben retten dann. Also sie unterstützen. 2012 hat Katrin Koch ihren Freund auf einer Convention kennengelernt und über ihn auch World of Warcraft. Eine Stunde am Tag ist die Auszubildende in der virtuellen Welt unterwegs, um andere zu supporten und Avatare aus ihrer Gilde zu heilen. Das monatliche Abo hat ihr Freund geschenkt, damit sie sich auch online treffen können. Den weit größeren Teil ihrer Freizeit verbringt sie allerdings mit Styrodur, Acrylfarben und ihrer Heißklebepistole. Und da ich gerne nähe, bastel und generell werke, habe ich mir dann überlegt, ich mag Animes, ich mag Mangas. Dann bin ich aufs Cosplay gekommen und habe dann so gesagt, hey, das kann man verbinden, Online-Spiele und Cosplays. Und habe dann halt angefangen, die Charaktere, die Rüstung nachzubauen und halt die angefangen zu cosplayen. World of Warcraft zum Anfassen. Der Begriff Cosplay setzt sich zusammen aus den beiden englischen Begriffen Costume und Play. Das Ziel ist simpel. Einen Charakter aus einem Manga, Anime, Film oder Computerspiel durch Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu darstellen. Das ist auch Katrin Kochs Anspruch. Perfektion. Es ist ja Sinn und Zweck, dass man dann wirklich, wenn man die Person anguckt, die das Cosplay trägt, wirklich versucht, es so perfekt rüberzubringen, dass man dann wirklich den Charakter sieht. Also, dass man nicht sagt, hey, du bist doch, hey, Katrin Koch, sondern eher so, hey, du bist doch, weiß Gott, der Charakter XY. Also, dass man wirklich dann die Person ansieht und dann sagt, du bist der Charakter, also als dargestellte Person. Stundenlanges Bauen, Ausbessern, Materialfragen, der Blick fürs Detail. Katrin Koch investiert Wochen in ein Kostüm, bis es ihren Ansprüchen genügt. Und Geld. Mehrere hundert Euro pro Kostüm. Socializer ist eben jemand, der gerne Kontakte knüpft und dessen Hauptmotivation, solche Spiele zu spielen, die ist, eben in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und gemeinsam mit anderen auch Ziele zu erreichen. Und das ist auch der Typ, den wir bei World of Warcraft mit Abstand am häufigsten gefunden haben. Niemand wird uns je versklaven! Also ein Befund ist ganz klar, den finden wir bei den meisten Computerspielen. Das ist der, dass man dort die Möglichkeit hat, relativ schnell und relativ einfach Erfolge zu feiern. Und das möchte ich auch gar nicht beschönigen. Das kann man kritisch sehen, insofern, als man sagt, na ja, das ist ja dann das öffnet sozusagen Tür und Pforte für Menschen, die sich eh schwer tun, in der Wirklichkeit anzukommen und sowas wie Realitätsflucht dann dort betreiben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich aber auch denken, dass das die Kritik ist einer Gesellschaft, die eben sehr stark auf Leistungsoptimierung setzt
und die sich schwer damit tut, wenn jemand auch einfach sagt, naja, mein Gott, ich möchte einfach mal mich gut fühlen, ohne wahnsinnig hart dafür arbeiten zu müssen. Was World of Warcraft soziologisch gesehen von klassischen Computerspielen unterscheidet: Sie schaffen einen virtuellen Raum, der unserer realen Welt sehr nahe kommt. Mit Tages- und Nachtzeit, mit Kontinenten, anderen Spielern. Anders als zum Beispiel bei Konsolenspielen pausiert die World of Warcraft auch nicht. Sie verändert sich durch die Millionen Spieler jeden Tag aufs Neue. Welche Bedeutung hat in solch einer realistischen Umgebung der Avatar, mit dem man sie erkundet? Wir haben sowohl beispielsweise den Befund, dass die Avatare, oder zumindest Befunde, die darauf hindeuten, dass Avatare so etwas wie Wunschvorstellung der Spielerinnen und Spieler jeweils darstellen. Also ich mache mir immer Avatare, die genauso sind wie ich. Schön, charismatisch, intelligent und ein bisschen stark. Wir haben aber auch durchaus Fälle gehabt, wo man gemerkt hat, es geht durchaus auch darum, herum zu experimentieren. Beispielsweise mit dem Geschlecht. Oder auch mit dem Aussehen. Ich bin eher ein schmächtiger Typ und dann werde ich aber mir einen Avatar suchen, der sehr kräftig ist und der vor allem so auf Nahkampf dann ausgerichtet ist. Also experimentieren eben gerade mit dem, was ich nicht bin. Den Wechsel des Geschlechts findet man in World of Warcraft nicht selten. Rund 23% aller männlichen Spieler betreten Azeroth & Co. laut einer amerikanischen Studie als weiblicher Avatar. Genderswapping nennt sich das Phänomen. Das passiert da relativ häufig und ich finde das auch gut, weil ich es gut und wichtig finde, Rollen ausprobieren zu können in so einer virtuellen Welt. Warum nicht? Ich glaube, dass uns das tatsächlich auch also den Individuen was bringt, den Spielern was bringt, aber auch der Gesellschaft, weil man dann vielleicht auch... Aufgewachsen, allerdings war ich ein Findelkind. Mit der Zeit entwuchsen die Fantasy-Rollenspiele den Schreibtischen und kamen in Form von Diablo oder Warcraft auf die Bildschirme. Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets rund um die Jahrtausendwende spannten sich auch die ersten Rollenspielnetzwerke um die Erdkugel. Eines der erfolgreichsten und zudem das Vorbild für die World of Warcraft-Macher, Ultima Online. Das Spiel war erfolgreich, aus damaliger Perspektive. Zu Hochzeiten spielten 250.000 Menschen weltweit. Eine enorme Masse für die Zeit. Und ironischerweise das Todesurteil für Ultima Online, das alle Vorstellungen der Entwickler übertroffen hatte. Dass natürlich auch eine Online-Welt komplex ist, das konnte man damals schon erahnen. Aber man hat es eigentlich erst richtig gemerkt, als man gesehen hat, dass vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr so funktionieren. Also dass zum Beispiel eine Welt auch eine Wirtschaft braucht. Ja, also wie ja die reale Welt auch. Also wir haben halt irgendwie die EZB, und die halt irgendwie die Geldmenge reguliert. Und genau sowas brauchst du halt in Online-Rollenspiel auch. Also wenn es jeden Gegenstand nur einmal gibt und immer mehr Leute sozusagen mitmachen, dann wird halt jeder Gegenstand irgendwann total wertvoll. Also man hat quasi eine Deflation. Und es führt dann halt dazu, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Haufen Kuhdreck halt plötzlich sehr wertvoll ist. Also musste man sich halt Gedanken machen, wie man dieses Problem löst. Blizzard hatte eine Lösung. Die US-Firma stellte neben ihren Programmierern, Designern und Grafikern auch Volkswirtschaftler ein. Deren Aufgabe? Die Balance der Rohstoffe im Auge behalten und eine Mikroökonomie aufbauen. Ich habe damals sogar Leute gekannt, die World of Warcraft nicht als Rollenspiel gespielt haben. Es gab tatsächlich Leute, die haben es als Wirtschaftssimulation gespielt und haben nichts anderes getan, als den ganzen Tag in diesem Auktionshaus rumzustehen, um billig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Edward Castronova ist Professor an der Indiana University, leidenschaftlicher Gamer und Experte für virtuelle Welten. Dass World of Warcraft, bevölkert von Millionen Spielern, irgendwann zu einer Blaupause der realen Welt wurde, wundert ihn nicht. Nun werden nicht alle Bewohner von Azeroth auf der Flucht vor ihrer Realität sein. Aber wer sind sie denn dann, die Spieler von World of Warcraft? Wer sind die Menschen, die sich für Hexenmeister, Orks und Blutelfen begeistern? Diego Compagna ist Soziologe und hat sich in den vergangenen Jahren mit der Motivation deutscher Gamer beschäftigt. Also gerade zu Online-Multiplayer-Games hat man vor allem vier Typen gefunden. Also das ist eine Typologie, die sich bezieht auf die Spielerinnen und Spieler, auf ihre Motivation in gewisser Weise solche Spiele zu spielen. Seltsam ist es am Anfang, aber es macht halt richtig viel Spaß. Man geht auf Conventions, wo man auch andere trifft.
gerade ist die Gamescom für mich zum Beispiel das Highlight, weil da werden halt hauptsächlich Spiele vorgestellt und Spiele auch gecosplayt. Es ist schon ein bisschen dieses Rühmliche, also dass ich sagen kann, hey, ich habe es gut gemacht, ich habe das Kostüm richtig rübergebracht, ich habe wieder vielleicht ein neues Ziel erreicht, ein bisschen an mir gearbeitet. Ruhm, der Wille zu gefallen, übermäßiger Erfolgsdrang. Keine seltenen Begrifflichkeiten, wenn man mit Psychologen über World of Warcraft spricht. Spätestens seit der Hype-Phase des Spiels, 2 Jahre nach Veröffentlichung, wurde in Deutschland auch über das Suchtmittel World of Warcraft gesprochen. Das ist immer so eine schwierige Frage, jemanden zu fragen, ob der selber süchtig war. Wann geht aus Zwang die Sucht hervor? Kai Müller ist Psychologe in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Mainz. Er behandelt Menschen, die unter Computerspielsucht leiden. Überwiegend Männer zwischen 16 und 30 Jahren. Hilfesuchende aus der Mittelschicht, Tendenz steigend. Wo liegt der Unterschied zwischen intensivem Spiel und Sucht? Das ist tatsächlich schwierig, manchmal eine Trennlinie zu ziehen, aber ein großer Unterschied ist auf jeden Fall, betrifft die Zeitspanne. Ja, so eine momentane Begeisterung für ein Spiel, glaube ich, das hat jeder auch in Bezug auf andere Tätigkeiten, die man ausführen kann. Ja, man kann ja auch eine Begeisterung für Gartenarbeit entfalten, ohne dass man eine Gartenarbeitssucht oder was auch immer entwickelt. Ja, also das ist sicherlich nicht das Problem. Ich glaube, es ist wichtig, sich die Frage zu stellen, stellt das Spiel in dem Fall einen zusätzlichen Bestandteil im Leben, einen Bestandteil unter vielen dar, oder fange ich an, mein Leben um das Spielen aufzubauen? Ja, also zentriere ich das Spiel wirklich als Lebensinhalt? Alle Sachen, die sonst noch im Leben eine Rolle spielen sollten, sind halt irgendwelche Beigaben, auf die ich aber auch verzichten könnte. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz Unterschied zwischen so einem begeisterten, hobbymäßigen, intrinsisch motivierten Spielen und einer Computerspielsucht. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist eben tatsächlich auch derjenige, der Computerspiele passioniert, mit Lust spielt und kontrolliert spielt, der erlebt eben auch Freude, Begeisterung, Flow, wie Sie es gesagt haben, während er spielt. Beim Computerspielsüchtigen ist es in der Regel so, dass solche Emotionen zwar auch mal bestanden haben, dass die aber im Verlauf der Sucht auch verschüttet gegangen sind und das Spiel jetzt sozusagen eine Art Selbstzweck hat, ja, oder als Zwang oder Drang empfunden wird und gar nicht mehr als etwas Lustvolles. Im Jahr 2 nach dem Release war World of Warcraft im Zentrum des medialen Interesses. Computerspielsucht, das versprach Quote. Auftritt Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Wenn man die Geschichte des Game-Diskurses in Deutschland erzählen, muss man auch seine Geschichte erzählen. Wir brauchen, wenn wir wissen wollen, wo wir landen werden, nur nach Südkorea schauen. Dort haben wir 96 Kliniken mit Spezialabteilungen für Computerspielsüchtige. Dort geht ein Riesenanteil des Volksvermögens da. Eine Art Vorkämpfer für das Fantastische und Surreale. Ein Träumer und Überzeugungstäter. Ich glaube, es war so, dass die ein Riesenmonster töten wollten, was unglaublich viel Vorbereitung verlangt. Und da muss wirklich jeder sich sklavisch an seine Aufgabe halten und wirklich ganz genau das tun, was er tun soll in dieser Situation. Usually do. All right, thumbs up. Ready, guys. Let's do this. Leroy! Oh my god, I just ran in. Save him! Oh jeez, stick to the plane! Let's go. Stick to the plane, stick to the plane! Ja, und genau das hat Leroy Jenkins nicht gemacht, denn Leroy Jenkins ist mit einem großen Schrei, Leroy Jenkins, also hat seinen Namen gerufen, auf dieses Monster losgegangen und wenig überraschend war er wenige Zeit später tot und somit ihm die ganze Gruppe. Oh god. Alpha. Great job, Leroy. Leroy, you were just stupid as hell. Over. At least I have chicken. Dieses Video wurde halt wahnsinnig bekannt, weil es eben genau dafür steht, dieses Ausbrechen aus dieser Mechanik und aus den Regeln und aus dieser Bürokratie und aus diesem, hey, irgendwie, wir brauchen irgendwie das Schwert, das noch 0,5% mehr hat und in dem und der Situation das machen kann. Und Leroy Jenkins stand sozusagen für diesen Gegenentwurf. Ja, so deswegen hat sich Leroy Jenkins, glaube ich, bis heute einen festen Platz in den Herzen aller World of Warcraft-Spieler erobert, zu Recht. This is Leroy Jenkins. Und nicht nur da. Leroy Jenkins wurde mit der Zeit zum Internetphänomen. Spielehersteller Blizzard lud seinen Homegrown-Star 2007 auf die eigene Gaming-Messe BlizzCon. Eine offizielle Spielkarte wurde von ihm angefertigt. Und seit November 2014 hat er sein eigenes Pixel-Denkmal in Form eines sogenannten Non-Player-Characters in der Welt von World of Warcraft.
Selbst Filmemacher arbeiteten sich irgendwann an seinem Mythos ab. Regisseur Finn O'Hara übertrug das Meme in einem Kurzfilm in die reale Welt. Aus einem Kampf gegen Monster wurde ein Banküberfall. Let's do this. Leroy Jenkins! God damn it, Leroy! Geschichten wie die von Leroy Jenkins gibt es zuhauf in der Welt von World of Warcraft. Von Anbeginn entwickelte sich eine Subkultur rund um das Spiel. Nicht verwunderlich bei einer Szene, die zeitweilig aus 12 Millionen Menschen bestand. Im Verlauf der Jahre entwickelte sich eine ganze Industrie um das Spiel. Die Fans der World of Warcraft trafen. In den vergangenen Jahren hat der Wissenschaftler mit einem Team am Game Research Center in Duisburg Fallstudien mit World of Warcraft-Spielern durchgeführt. Sein Ergebnis? Für viele war gar nicht der Akt des Spielens entscheidend. Ein sehr spannender Befund, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten und den ich sonst auch nirgendwo anders gefunden habe, ist, dass uns einige durchaus auch gesagt haben, das ist für mich die Möglichkeit, mit meinen alten Kumpeln und Freundinnen und Freunden mich immer wieder mal zu treffen und gemeinsam etwas zu erleben. Freunde, Freundinnen, die man aus dem Studium kennt und die man dann, da ist jeder dann sonst wohin gezogen. Und World of Warcraft, also dieser virtuelle Raum, ermöglicht es mir aber gemeinsam mit meinen alten Freunden weiterhin etwas zu erleben. So wie wir früher um die Häuser gezogen sind, treffen wir uns jetzt in World of Warcraft. Es ist jetzt nicht unbedingt die reale Welt, aber es ist schon schön. Ich verbringe auch einige Zeit da drin. Aber die Hauptsache ist für mich, ich treffe da sozusagen Freunde, die weiter weg wohnen. Ich gehe mit den Freunden in Raids, chatte mit denen, bin im Teamspeak mit denen und kann sozusagen auch übers Internet, über diese virtuelle Welt dann sozusagen mit denen ein bisschen Spaß haben. Während der Studien am Game Research Center haben Compagna und seine Kollegen durchschnittliche World of Warcraft-Spieler nach ihrer Motivation für das Spiel befragt. Zitat aus einem der Auswertungsbögen. Was zählt, ist, dass man wie bei einem Sportverein was Gemeinsames macht. Gewisse Ziele erreicht und am wichtigsten den Spaß nicht verliert. Und so ist eine Gilde vielleicht viel weniger Kampfbündnis als doch eher Verein. Das ist eben auch so ein Feature aus diesen Spielen, die dafür sorgen, dass man ja auch eine gewisse Spielbindung, wenn man es mal so ausdrücken möchte, erfährt oder aufbaut. Wenn man sich vorstellt, man ist so ein wichtiges Bestandteil aus einer Gilde, aus einer virtuellen Sozialgemeinschaft, die einem auch irgendwo wichtig ist, und man selbst bringt mit seinem Spielcharakter bestimmte Fähigkeiten und ja, bestimmte Erfahrungswerte mit, die wichtig sind, dass die Gilde erfolgreich ist, dann sorgt das natürlich schon bei uns dafür, bei jedem Einzelmenschen eigentlich, dafür, dass man sagt, hoppla, ich habe ja gegenüber meiner Gruppe, meiner Gilde eine Verpflichtung. Definitiv. Es gibt auch mit Sicherheit in sogenannten Progress-Gilden, also in Vereinigungen, die darauf Wert legen, als Erste etwas zu schaffen, gibt es den Druck. Ganz klar, da heißt es, wir raiden jeden Tag bis auf Sonntag von 19 bis 23 Uhr. Da musst du auch da sein, da musst du dich vorbereiten. Wenn du dieses Ziel schaffen möchtest, musst du da sein. Klar, sonst heißt es ja gut, tut mir leid, du bist nicht der Richtige für uns, geh. Aber das ist im Fußball nicht anders. Ich habe Bezirksliga mal gespielt, auch da musste ich dreimal die Woche, muss ich zum Training kommen. Wenn ich den Trainer angerufen habe und gesagt habe, du, ich kann dienstags heute mal nicht, weil ich will ins Kino, hieß es ja gut, dann spielst du halt am Sonntag nicht. So ist es bei denen. Also wenn du beim Raid Progress, wenn du zwei, dreimal nicht da bist, dann darfst du halt auch nicht mehr mit und kriegst nicht mehr die besten Items als Erster. Wenn das für dich kein Problem ist und du kein Problem damit hast, Zweiter zu sein und den Content langsamer zu erleben, dann hast du auch keinen Druck. Dann ist das eine Gilde, wo sich alle absprechen, hey, wir machen zweimal die Woche, lass mal sagen, mittwochs und Samstag. Gegenentwurf, ja, so deswegen hat sich Leroy Jenkins, glaube ich, bis heute einen festen Platz in den Herzen aller World of Warcraft-Spieler erobert, zu Recht. This is Leroy Jenkins! Und nicht nur da. Leroy Jenkins wurde mit der Zeit zum Internetphänomen. Spielehersteller Blizzard lud seinen Homegrown-Star 2007 auf die eigene Gaming-Messe BlizzCon. Eine offizielle Spielkarte wurde von ihm angefertigt. Und seit November 2014 hat er sein eigenes Pixel-Denkmal in Form eines sogenannten Non-Player-Characters in der Welt von World of Warcraft. Selbst Filmemacher arbeiteten sich irgendwann an seinem Mythos ab. Regisseur Finn O'Hara übertrug das Meme in einem Kurzfilm in die reale Welt. Aus einem Kampf gegen Monster wurde ein Banküberfall. Let's do this. Leroy Jenkins! Thank you.
Leroy. Geschichten wie die von Leroy Jenkins gibt es zuhauf in der Welt von World of Warcraft. Von Anbeginn entwickelte sich eine Subkultur rund um das Spiel. Nicht verwunderlich bei einer Szene, die zeitweilig aus 12 Millionen Menschen bestand. Im Verlauf der Jahre entwickelte sich eine ganze Industrie um das Spiel. Die Fans der World of Warcraft trafen sich auf Conventions wie der Gamescom in Köln, debattierten in Online-Foren über neue Erweiterungen. Ein Jahr nach dem amerikanischen World of Warcraft Release veranstaltete der US-Hersteller Blizzard höchst selbst erstmals eine Messe für seine Fans, die BlizzCon. Die Events befreiten die Spiele aus den Computern. Gleichgesinnte trafen sich rund um die Welt, um über Gran Turismo, Star Wars Galaxies oder eben World of Warcraft zu sprechen. Und während die Hersteller mit ihren Ständen und Merchandise-Verkaufsstellen versuchten, die Spielewelt aus dem Computer in die reale Welt und damit noch weiter in ihre Umsatzzone zu ziehen, befreiten einige Spieler auch ihre Charaktere sprichwörtlich aus Azeroth und trugen sie in die Realität hinaus. Eine dieser Spielerinnen wohnt ganz in der Nähe von Düsseldorf. Also, das ist mein Charakter Naomi. Das ist mein Main-Charakter im Moment, eine Priesterin. Die ist halt mein Main-Charakter, weil ich mich dazu entschieden habe, halt Healer zu spielen und die anderen lieber zu supporten. Das heißt, mit diesem Charakter kann ich dann sozusagen andere Leute healen, ihnen auch ein Schild geben, einen Healbrunnen hinstellen und sozusagen das Leben retten dann. Also sie unterstützen. 2012 hat Katrin Koch ihren Freund auf einer Convention kennengelernt und über ihn auch World of Warcraft. Eine Stunde am Tag ist die Auszubildende in der virtuellen Welt unterwegs, um andere zu supporten und Avatare aus ihrer Gilde zu heilen. Das monatliche Abo hat ihr Sind das die Typen, das ist einmal der Socializer, der Issue Manager, der Casual Player und der Leader. Und der Socializer ist eben jemand, der gerne Kontakte knüpft und dessen Hauptmotivation, solche Spiele zu spielen, die ist, eben in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und gemeinsam mit anderen auch Ziele zu erreichen. Und das ist auch der Typ, den wir bei World of Warcraft mit Abstand am häufigsten gefunden haben. Niemand wird uns je versklaven! Also ein Befund ist ganz klar, den finden wir bei den meisten Computerspielen. Das ist der, dass man dort die Möglichkeit hat, relativ schnell und relativ einfach Erfolge zu feiern. Und das möchte ich auch gar nicht beschönigen. Das kann man kritisch sehen, insofern als man sagt, na ja, das ist ja dann das öffnet sozusagen Tür und Pforte für Menschen, die sich eh schwer tun, in der Wirklichkeit anzukommen. Und sowas wie Realitätsflucht dann dort betreiben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich aber auch denken, dass das die Kritik ist einer Gesellschaft, die eben sehr stark auf Leistungsoptimierung setzt und die sich schwer damit tut, wenn jemand auch einfach sagt, naja, mein Gott, ich möchte einfach mal mich gut fühlen, ohne wahnsinnig hart dafür arbeiten zu müssen. Was World of Warcraft soziologisch gesehen von klassischen Computerspielen unterscheidet, sie schaffen einen virtuellen Raum, der unserer realen Welt sehr nahe kommt. Mit Tages- und Nachtzeit, mit Kontinenten, anderen Spielern. Anders als zum Beispiel bei Konsolenspielen pausiert die World of Warcraft auch nicht. Sie verändert sich durch die Millionen Spieler jeden Tag aufs Neue. Welche Bedeutung hat in solch einer realistischen Umgebung der Avatar, mit dem man sie erkundet? Wir haben sowohl beispielsweise den Befund, dass die Avatare, oder zumindest Befunde, die darauf hindeuten, dass Avatare so etwas wie Wunschvorstellung der Spielerinnen und Spieler jeweils darstellen. Also ich mache mir immer Avatare, die genauso sind wie ich. Schön, charismatisch, intelligent und ein bisschen stark. Wir haben aber auch durchaus Fälle gehabt, wo man gemerkt hat, es geht durchaus auch darum, herum zu experimentieren. Beispielsweise mit dem Geschlecht. Oder auch mit dem Aussehen. Ich bin eher ein schmächtiger Typ und dann werde ich aber mir einen Avatar suchen, der sehr kräftig ist und der vor allem so auf Nahkampf dann ausgerichtet ist. Also experimentieren eben gerade mit dem, was ich nicht bin. Den Wechsel des Geschlechts findet man in World of Warcraft nicht selten. Rund 23% aller männlichen Spieler betreten Azeroth & Co. laut einer amerikanischen Studie als weiblicher Avatar. Genderswapping nennt sich das Phänomen. Das passiert da relativ häufig und ich finde das auch gut, weil ich es gut und wichtig finde, Rollen ausprobieren zu können. Insoweit waren die deutschen Chef-Nerds der damaligen Zeit, moderierten von 2007 bis 2009 einmal in der Woche eine Stunde WoW.
War der Trennungsschmerz echt oder war er gespielt? Hatten die beiden tatsächlich so etwas wie eine persönliche Bindung zu ihrem Avatar? So eine richtige persönliche Bindung habe ich zu meinem Charakter nicht, nein. Ich definitiv. Ganz klipp und klar, ja, muss ich mit ja beantworten. Es ist wie ein, ich würde sagen, es ist wie ein bisschen mehr als ein Seriencharakter, den ich lieb gewonnen habe. Ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit dem Fernsehen. Wenn ich eine Serie schaue, wenn dort einer der meiner Lieblingscharaktere stirbt, ärgert mich das sehr. Aber es ist für mich ein, wenn ich den Charakter angucke und sehe, was er trägt und was für Reittiere er hat, sehe ich, was ich erlebt habe. Es ist irgendwo ein Spiegelbild der letzten 10 Jahre tatsächlich, dieser Charakter. Ich erinnere mich, wenn ich diesen Charakter angucke, an Ereignisse aus dem Spiel. Ja, guck mal, das Schwert hast du da und da gefunden. Schau mal, dieses Reitpferd hast du damals geschenkt bekommen von den Leuten, die das Trading Card Game gemacht haben. Genauso wie wenn ich ihn angucke und mich erinnere, Mensch, wir haben doch damals bei Giga Island so eine tolle Sendung gehabt. Also irgendwo habe ich schon eine persönliche Bezug. Ja gut, unter dem... Aber trotzdem ist er austauschbar. Ja, richtig, aber gut, dann löschen würde ich ihn dann auch noch. Nein, einfach löschen, das passte noch nie zu World of Warcraft. Auch weil viele Spieler schon früh anfingen, Verpflichtungen im Spiel einzugehen. Blizzard implementierte ein Gildensystem in der Welt. Spieler konnten sich zu Verbindungen zusammenschließen, Kampfbünde wurden gegründet, Abenteuer gemeinsam bestanden. Das Internet hat sich dann immer mehr Richtung sozialen Punkt entwickelt. Also man hat wirklich Leute kennengelernt, das fing dann natürlich erstmal so an im Chat. Man hat sich dann einer Gilde angeschlossen, also die bestanden dann teilweise schon aus 150 Leuten. Und irgendwie anders, als wenn man jetzt in eine Menschenmenge geworfen wird, teilt man ja alleine jetzt schon eine Gemeinsamkeit. Man spielt zusammen dieses Spiel. Game-Soziologe Compagna kennt solche Aussagen. In den vergangenen Jahren hat der Wissenschaftler mit einem Team am Game Research Center in Duisburg Fallstudien mit World of Warcraft-Spielern durchgeführt. Sein Ergebnis? Für viele war gar nicht der Akt des Spielens entscheidend. Ein sehr spannender Befund, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten und den ich sonst auch nirgendwo anders gefunden habe, ist, dass uns einige durchaus auch gesagt haben, das ist für mich die Möglichkeit, mit meinen alten Kumpeln und Freundinnen und Freunden mich immer wieder mal zu treffen und gemeinsam etwas zu erleben. Freunde, Freundinnen, die man aus dem Studium kennt und die man dann, da ist jeder dann sonst wohin gezogen. Und World of Warcraft, also dieser virtuelle Raum, ermöglicht es mir aber gemeinsam mit meinen alten Freunden weiterhin etwas zu erleben. So wie wir früher um die Häuser gezogen sind, treffen wir uns jetzt in World of Warcraft. Es ist jetzt nicht unbedingt die reale Welt, aber es ist schon schön. Ich verbringe auch einige Zeit da drin. Aber die Hauptsache ist für mich, ich treffe da sozusagen Freunde, die weiter weg wohnen. Ich gehe mit den Freunden in Raids, chatte mit denen, bin im Teamspeak mit denen und kann sozusagen auch übers Internet über diese virtuelle Welt dann... Irgendwann wurde dann dieses Spiel abgeschaltet. Die Leute haben sich nochmal getroffen zu einer letzten Party. Und dann irgendwann war es so, dass man den Charakter nicht mehr bewegen konnte und das Spiel einfach aus war. Und man wurde dann irgendwann zurückgeworfen auf den Desktop. Aber das ist ganz interessant, dass man vielleicht einen kleinen Hauch davon mitbekommt, wie es wäre, wenn die Welt tatsächlich untergehen würde, wenn man sich den Weltuntergang von so einer Online-Welt anschaut. Irgendwann wird diese Zeit wohl auch für World of Warcraft anstehen. Den Bewohnern von Azeroth und Co. wird dann nur noch die Erinnerung bleiben. Die Erinnerung an eine Welt, die sie erobert haben. Und in der sie zum Held wurden. The most wonderful experience I had in World of Warcraft. Die wundervollste Erfahrung, die ich in World of Warcraft je gemacht habe, war mein erster Flug mit einem Greif, als ich von einer zur anderen Seite von Azeroth geflogen bin. Üblicherweise wird so eine Reise in solchen Spielen mit Teleportern gemacht. Du drückst auf einen Knopf und kommst woanders wieder raus. Aber hier bin ich wirklich geflogen. Ich habe die Welt unter mir vorbeiziehen sehen, andere Spieler und diese fantastische Landschaft. So etwas ist mir in der realen Welt nie vorher passiert. Ein wirklich wunderbarer Moment. Also es ist ein riesiger digitaler Abenteuerspielplatz in bunter Comic-Grafik. Du beginnst als armer Mensch, der nichts hat, bekommst einen Job und nachdem viele Stunden vergangen sind, wirst du zu einem großen Helden. Ein sehr ausgeklügeltes, sehr ausladendes Online-Rollenspiel. Ich glaube, für mich ist dieses Spiel das beste Spiel, was jemals gemacht wurde. Ich glaube, das soziale Komponente ist es dann tatsächlich, die dann auch den langfristig den Erfolg gebracht hat, weil ich nicht einfach nur zu einem Spiel zurückkehre, was ich alleine spiele, sondern weil ich immer auch zurückkehre zu anderen Menschen, die das Spiel spielen. Es sind neue Formen sozialer Wirklichkeit. Ich treffe da sozusagen Freunde, die weiter weg wohnen.
World of Warcraft ist der größte Suchtmacher aller Zeiten, den es im Bereich des Computerspielens gegeben hat. Die Vollendung dieses Prinzips des Online-Rollenspiels. Am 11. Februar 2005 wurde in Deutschland Gaming-Geschichte geschrieben. An diesem Tag veröffentlichte Blizzard Entertainment sein Multiplayer-Online-Rollenspiel World of Warcraft. Und was damals wie eine einfache Veröffentlichung aussah, war im Rückblick so viel mehr. Denn mit World of Warcraft wurde eine ganze Generation neuer Gamer in unsere Welt gekippt. Online-Rollenspiele wurden ein Massenphänomen. Und darstellen. Also ich mache mir immer Avatare, die genauso sind wie ich. Schön, charismatisch, intelligent und ein bisschen stark. Wir haben aber auch durchaus Fälle gehabt, wo man gemerkt hat, es geht durchaus auch darum, herum zu experimentieren. Beispielsweise mit dem Geschlecht oder auch mit dem Aussehen. Ich bin eher ein schmächtiger Typ und dann werde ich aber mir einen Avatar suchen, der sehr kräftig ist und der vor allem so auf Nahkampf dann ausgerichtet ist. Also experimentieren eben gerade mit dem, was ich nicht bin. Den Wechsel des Geschlechts findet man in World of Warcraft nicht selten. Rund 23% aller männlichen Spieler betreten Azeroth & Co. laut einer amerikanischen Studie als weiblicher Avatar. Gender-Swapping nennt sich das Phänomen. Das passiert da relativ häufig und ich finde das auch gut, weil ich es gut und wichtig finde, Rollen ausprobieren zu können in so einer virtuellen Welt. Warum nicht? Ich glaube, dass uns das tatsächlich auch also den Individuen was bringt, den Spielern was bringt, aber auch der Gesellschaft, weil man dann vielleicht auch sich empathischer in andere Rollen wiederum hineindenken kann. Bei manchen geht die Empathie in das so weit, dass das Trennen von einem Avatar beinahe so schlimm erscheint wie die Trennung von einem Lebenspartner. Szenen aus der früheren Fernsehsendung Wow, einem Nerd-Magazin über World of Warcraft, produziert für den Gaming-Sender Giga. So, und wir löschen den Charakter vom Flo. Das ist der kleine Verrecker. Tjo. Der Nascher. Löschen. Ich krieg der... Nö, ich... Komm, ich guck, ich mach das spannend. Der macht das spannend und... Da ist er weg. Und das war's. Wir sind raus. Florian Kamolz und Philipp Senkbeil waren die deutschen Chef-Nerds der damaligen Zeit, moderierten von 2007 bis 2009 einmal in der Woche eine Stunde Wow. War der Trennungsschmerz echt oder war er gespielt? Hatten die beiden tatsächlich so etwas wie eine persönliche Bindung zu ihrem Avatar? So eine richtige persönliche Bindung habe ich zu meinem Charakter nicht, nein. Ich definitiv. Ganz klipp und klar, ja, muss ich mit Ja beantworten. Es ist ich würde sagen, es ist wie ein bisschen mehr als ein Seriencharakter, den ich lieb gewonnen habe. Ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit dem Fernsehen. Wenn ich eine Serie schaue, wenn dort einer meiner Lieblingscharaktere stirbt, ärgert mich das sehr. Aber es ist für mich, wenn ich den Charakter angucke und sehe, was er trägt und was für Reittiere er hat, sehe ich, was ich erlebt habe. Es ist irgendwo ein Spiegelbild der letzten 10 Jahre tatsächlich, dieser Charakter. Ich erinnere mich, wenn ich diesen Charakter angucke, an Ereignisse aus dem Spiel. Ach, guck mal, das Schwert hast du da und da gefunden. Schau mal, dieses Reitpferd hast du damals geschenkt bekommen von den Leuten, die das Trading Card Game gemacht haben. Genauso wie wenn ich ihn angucke und mich erinnere, Mensch, wir haben doch damals bei Giga Island so eine tolle Sendung gehabt. Also irgendwo habe ich schon eine persönliche Bezug. Ja gut, unter dem... Aber trotzdem ist er austauschbar. Ja, richtig, aber gut, dann löschen würde ich ihn dann auch noch. Typ, und dann werde ich aber mir einen Avatar suchen, der sehr kräftig ist und der vor allem so auf Nahkampf dann ausgerichtet ist. Also experimentieren eben gerade mit dem, was ich nicht bin. Den Wechsel des Geschlechts findet man in World of Warcraft nicht selten. Rund 23% aller männlichen Spieler betreten Azeroth & Co. laut einer amerikanischen Studie als weiblicher Avatar. Gender-Swapping nennt sich das Phänomen. Das passiert da relativ häufig und ich finde das auch gut, weil ich es gut und wichtig finde, Rollen ausprobieren zu können in so einer virtuellen Welt. Warum nicht? Ich glaube, dass uns das tatsächlich auch den Individuen was bringt, den Spielern was bringt, aber auch der Gesellschaft, weil man dann vielleicht auch sich empathischer in andere Rollen wiederum hineindenken kann. Bei manchen geht die Empathie in das so weit, dass das Trennen von einem Avatar beinahe so schlimm erscheint wie die Trennung von einem Lebenspartner. Szenen aus der früheren Fernsehsendung Wow, einem Nerd-Magazin über World of Warcraft, produziert für den Gaming-Sender Giga. So. Und wir löschen den
Charakter vom Flo. Ja, oder? Das ist der kleine Verrecker. Tjo. Der Nascher. Naschen. Ich krieg der. Nö. Ich... Komm, ich guck mal. Mach das spannend. Da macht das spannend und. Da ist er weg. Und das war's. Wir sind raus. Florian Kamolz und Philipp Senkbeil waren die deutschen Chef-Nerds der damaligen Zeit, moderierten von 2007 bis 2009 einmal in der Woche eine Stunde Wow. War der Trennungsschmerz echt oder war er gespielt? Hatten die beiden tatsächlich so etwas wie eine persönliche Bindung zu ihrem Avatar? So eine richtige persönliche Bindung habe ich zu meinem Charakter nicht, nein. Ich definitiv. Ganz klipp und klar, ja, muss ich mit Ja beantworten. Es ist Ich würde sagen, es ist wie ein bisschen mehr als ein Seriencharakter, den ich lieb gewonnen habe. Ich vergleiche das mal sehr, sehr gerne mit dem Fernsehen. Wenn ich eine Serie schaue, wenn dort einer der meiner Lieblingscharaktere stirbt, ärgert mich das sehr. Aber es ist für mich, wenn ich den Charakter angucke und sehe, was er trägt und was für Reittiere er hat, sehe ich, was ich erlebt habe. Es ist irgendwo ein Spiegelbild der letzten 10 Jahre tatsächlich, dieser Charakter. Ich erinnere mich, wenn ich diesen Charakter angucke, an Ereignisse aus dem Spiel. Ach, guck mal, das Schwert hast du da und da gefunden. Schau mal, dieses Reitpferd hast du damals geschenkt bekommen von den Leuten, die das Trading Card Game gemacht haben. Genauso wie wenn ich ihn angucke und mich erinnere, Mensch, wir haben doch damals bei Giga Island so eine tolle Sendung gehabt. Also irgendwo habe ich schon eine persönliche Bezug. Ja gut, Bezug. Unter dem... Aber trotzdem ist er austauschbar. Ja, richtig, aber gut, dann löschen würde ich ihn dann auch noch. Nein, einfach löschen, das passte noch nie zu World of Warcraft. Auch weil viele Spieler schon früh anfingen, Verpflichtungen im Spiel einzugehen. Blizzard implementierte ein Gildensystem in der Welt. Spieler konnten sich zu Verbindungen zusammenschließen, Kampfbünde wurden gegründet, Abenteuer gemeinsam bestanden. Das Internet hat sich dann immer mehr Richtung sozial